Yo, was geht ab, Leute? Longbill wieder am Start und mit willkommen zu einem Weihnachtsstream und zu Call of Duty Modern Warfare 3 MWZ. Ja, ich wünsche euch allen erstmal fröhliche Weihnachtstage. Ne? Wir haben heute Heiligabend und ich habe mir einfach spontan gedacht, ich streame einfach mal für diejenigen, die alleine sind, die sowieso zocken, für diejenigen, die jetzt schon mit allem fertig sind, eventuell gab es sogar schon Bescherungen. Und für diejenigen, die ja keinen Bock mehr auf die Familie haben und deswegen jetzt gerade am Rechner sitzen und oder vor der Konsole und gerade zocken. Ja, wir sind auch durch mit allem. Es sind alle krank. Ja, bei uns war es jetzt leider nicht so wie erhofft. Aber nächstes Jahr wird es besser. Hauptsache, wir waren alle zusammen. Gesund sind wir zwar nicht. Also ich schon, alle anderen leider nicht. Ja, ist wie es ist. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, gut. Dann gibt es auf jeden Fall noch die Community, den einen oder anderen, der vielleicht auch jetzt gerade da ist, der zuschauen möchte, der zocken möchte, der chatten möchte, quatschen möchte. Ja, heute habe ich mir auch so gedacht, wir können MWZ zocken, wir können Wiederauferstehung zocken, wir können Battle Royale spielen, wir können auch andere Games zocken, wie ihr wollt. Also bei mir die Lobby. Ich sehe gerade auch 54 Leute sind tatsächlich nur online von 510. Das ist schon wenig, ist schon wenig. Wenn ich überlege, damals, als ich jünger war, was heißt jünger, ne? Als ich 12, 13, 14 war, Bescherung, Heiligabend und dann sofort an der Konsole gewesen und sofort gezockt. Weil in der Regel gab es dann halt das neue Call of Duty zu Weihnachten. Ja, bei mir gab es mit 13, 14 Call of Duty zu Weihnachten. Ja. genau, also meine Lobby ist offen. Wenn ihr mitzocken wollt, könnt ihr gerne mitzocken. Und wenn ihr sagt, keine Ahnung, Battle Royale, Wiederauferstehung, wir können natürlich auch versuchen, Battle Royale eine private Lobby aufzumachen. Da brauchen wir aber 50 Leute für. Das würde auf jeden Fall auch eine Möglichkeit sein. Und ja, liegt an euch, wie ihr mögt. Ich kann auch erstmal eine Runde alleine gehen, wobei MWZ Solo macht jetzt aktuell gar keinen Sinn mehr, weil es ist alles soweit fertig. Ich guck mal kurz, was wir im Shop hier haben. Der zum Beispiel gefällt mir. Da kribbelt es bei mir tatsächlich so ein bisschen, aber nee, ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Liegt, glaube ich, so am Gold, warum ich das so mag. Und den Santa finde ich auch cool. 2800, 2400. Sieht natürlich auch cool aus. Ja, dann erstmal natürlich Moin Moin an alle, die da sind. Ich sehe, Chat ist aktiv, finde ich richtig geil. Ja, seid ihr dann alle soweit durch schon mit der Bescherung und allem? Oder seid ihr jetzt gerade tatsächlich auf der Couch und wisst jetzt nicht mehr, was ihr machen sollt, weil ihr mit allem fertig seid? Ich sehe, der ein oder andere ist sogar arbeiten. Ja. Ja, wir sind. Ich bin morgen erstmal arbeiten. Morgen und übermorgen habe ich leider Nachtschicht. Aber morgen oder übermorgen hätte ich sowieso nicht gestreamt. So, Weihnachten ist ein anderer Tag, finde ich, als Heiligabend. Weiß ich nicht. Raven Ghost den ganzen Tag am Zocken, sauber. Leon ist gar nichts gemacht. Bin mit Hund zu Hause. Ach, bist alleine zu Hause. Ja, guck. Ja. Ja, unseren Hund holen wir auch jetzt schon am Freitag ab, tatsächlich. Also eigentlich war der 15.01. angepeilt für unser Welpen. Aber wir holen ihn jetzt schon am Freitag ab. Das ist ganz cool, weil der Hund wurde schon von seiner Mutter getrennt und ja, da kann man ihn auch zu uns holen, ne? Weil dann kann man jetzt schon mit Hundeschule und allem anfangen. Moin Lauer, dir auch. Keine Zeit für Weihnachten, muss Stream schauen. Sauber Sören. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also bei mir war es auch. Also Weihnachten und sowas war Zocken eigentlich immer für mich so Bestandteil tatsächlich. Gut, jetzt ist es natürlich. Jetzt sind die Kinder noch klein, die gehen jetzt noch früh schlafen, aber ist aber so, ne? Als Familienvater ist es dann irgendwann dann auch nicht mehr so wirklich möglich, außer ne? Man macht das irgendwie so hauptberuflich. Also ich spreche jetzt davon, dass ich auch arbeiten gehen muss und solche Sachen. Hey Mike, willkommen beim LB-Clan, danke für die Mitgliedschaft, vielen, vielen Dank für deinen Support, danke dir. Jo, jetzt muss ich mal kurz was gucken, oh, ist alles an, okay. Dangerous Dragon. Danke für die Spende. Vielen, vielen Dank. Frohe Weihnachten euch allen, Long dir und deinen Liebsten auch. Wollen wir Schneekampf spielen? Ja, komm.
Komm einfach rein, wir zocken einfach irgendwas. Hauptsache zusammen irgendwie was zocken. Moin Bean. Moin Stefan. Guck, du kleine Schlampe. Leider liegt meine Frau im Krankenhaus nach einem Notkaiserschnitt. Ah, Stefan, das tut mir echt leid. Das ist blöd. Das ist blöd. Gerade jetzt Heiligabend, ne? Gute Besserung auf jeden Fall. Und ja. Schneekampf, sagt Dragon. Warte mal, dann muss ich erstmal. Hey Mike, verteidigende Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Danke dir, Mike. Und Kill Demon, willkommen bei der bettigen Truppe. Vielen, vielen Dank, Mike. Gehen wir mal in den Live-Channel rein. Ach, der Nerd ist da unten. Dann gehen wir da rein. Hallo. Yo. Guten Abend. Guten Abend. Na? Abend. So, ihr wollt was anderes zocken als MWZ, habe ich jetzt herausgehört. Oder also mir ist das egal. Das ist ein Schneekampf überhaupt. Also mir ist das egal. Schneeballschlacht. Was, Nico? Du sitzt im Bonzimmer? Im Bonzimmer? Ist es das, was ich glaube? Mike, verdammt nochmal den Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank für deinen Support, Mike. Danke dir. Und Manuel, willkommen bei der Betting-Truppe. Danke, Mike. Ja, warte mal. Schneekampf. Die tödliche Schneeballschlacht überhaupt tritt gegen ein anderes Team an und versucht zu gewinnen. Nur mit Schneebällen? Ja. Ja, guck, das ist mit doch so ein heiliger Abend-Special. Ja. Passt doch. Und ein Holy dazu. Übrigens, Holy, oh Leute, Holy hat mir eine neue Sorte geschickt. Die wurde noch nicht veröffentlicht. Gar nichts. Ich darf es aber schon trinken und ich schwöre es euch, das schmeckt so geil, ey. Boah, brutal. Kommt morgen raus. Oh, göttlich. Oh. Also ich feiere irgendwie den Modus. Ja, ich habe den noch nicht gespielt. Eigentlich muss ich Doppel-EP-Event ausnutzen tatsächlich. Das muss ich ausnutzen. Ja. Genau, noch genau. Ja, ich eigentlich auch. Danke Michael, dir auch frohe Weihnachten. Moin Black Kaiser, grüß dich. Ich war geärgert, wollte die Pure Mod. Habe ich jetzt auf Max-Level, dachte ich, auch cool, kannst du jetzt dann auch das Umbau-Kit drauf machen? Ja, nein. Was denn? Welche Waffe? Die Pula-Mod, das LMG. Ja, dann musst du doch Daily das machen oder nicht dafür. Ja, finde ich nicht mehr. Also ich gehe da drauf, da steht dann nur gesperrt. Ich habe das Spiel auch neu gestartet, jetzt mache ich das dann irgendwann anders. Jetzt muss ich in taktischer Haltung 25 Abschüsse machen und dann habe ich das auch. Okay. Warte mal, Nico, ja, bonkt aber so von wegen, Mama, ist das der Blumenarzt? Ja, okay, Luxemburg, ja, alles gut, also auch wenn es in Deutschland wäre, it's your business, ist mir auch wurscht, aber ist geil. We played this poker game, bro, for fucking 9 hours, man. King, wenn nachher MWZ, ja, MWZ bin ich auf jeden Fall auch dabei, wir spielen jetzt einfach mal, einfach mit Just for Fun, und dann gehen wir gleich mal in MWZ mal wieder rüber, gucken wir mal. Ja, Zombies. Ich habe jetzt Xbox-Verbot, ist mit Weihnachten normal bei uns in der Familie. Oh, was? Xbox-Verbot? Nee. Also ich finde doch, dass man zocken darf. Abends darf man zocken. Das ist meine Meinung. Also wenn meine Kinder so alt sind und nach der Bescherung oder nach dem Essen, wie auch immer, die können zocken gehen. Die können dann machen, was sie wollen. Dann. Das ist mir dann wurscht. Wir saßen alle zusammen am Tisch. Das ist mir dann wichtig. Zusammen die Geschenke ausgepackt, ne? Zusammen gefreut, gelacht. Und dann können die flitzen gehen. Das wäre so meine Einstellung. Das war bei mir eigentlich auch so. Tatsächlich. Erst Essen, Bescherung und dann verpiss dich, Junge. Lass uns in Ruhe. Ja. Meine Frau heute ganz früh morgens, der Junge hat noch geschlafen, hat sie die Geschenke unterm Weihnachtsbaum gepackt. Und der Junge kam dann rein, ganz leise, Mann, fuck, bro, der fuck Weihnachtsmann war da. Aber Junge, das ist ja geil. Ich feier den Modus einfach. Ah, Junge. Ja, sauber. Stefan, Ausrufezeichen ID, alles klein geschrieben, dann findest du meine ID. Da kannst du mich adden. Hey, easy game. No, you didn't win a snowball fight. Fuck it all. No way. Oh, no way. Wollten den Schneeball dazu vorne hitten. Ist das geil. Ach, ey? Ja. Ah. Fucking hell, bro. Ah, habe ich dich noch mitgekriegt.
Ach, da sind zwei gegen einen hier. Nein! Oh no! Ja, der Kollege und ich haben uns gerade gegenseitig gekillt. He didn't win another snowball fight. Fuck, bro. I crap. Eins von beidem. Oh. Fuck, bro. Oh, da war ein Hit dabei. Jawohl! Ja. Ja, yes! Yes, we are very good. We won a snowball fight. Fucking hell, bro. Bin ich auf jeden Fall noch eine Runde dann mit dabei. Yes, very nice. Come here, boy. I'm the fucking master. Oh shit. Yes, bro. Not again. Yes, we won the fucking snowball king. Fight. Yes, we won the snowball fight. Yes. Alle Feinde eliminieren oder das. Aber die Musik im Hintergrund, diese weihnachtliche. Das ist cool, hat was. Fucking unreal. Ah. Nein! Macht's alle, eins gegen eins, eins gegen eins! Ah! No, Joffrey fucking smacking it, bro. Did it. Come on, Joff. Aber wenn man, man muss mit mehreren Leuten zusammenlaufen. Die laufen jetzt zu dritt rum, ja, ja. Ja, mit vier Leuten gerade auf mich drauf. Der Russian Computer, der hat noch nicht verstanden, dass Nahkampf nicht geht. Vielleicht ein russischer Computer, der arbeitet nur anders. Yeah. Moin, Schlucki. Look at this. Oh, get out of here, bro. Oh my god. Unbelievable. Dark Warden. Na, Manga Bond. Moin, Shadow Dobby. So. Laufen wir mal zusammen. Okay. Ja, die hocken noch alle hinten bei denen ins Spawn. Ja, und er gammelt hier in der Ecke. Er ist hier voll am Schneeball kämpfen, ah. Ey. Hier in der Ecke. Nein! Er hat mir die Schneebälle weggenommen. Moin, Heiko, grüß dich. Headshot, mate. Yeah, I'm a pro at snowballs. Headshot, dead. Yo. Alles klar. Ah. Nein, da sind zwei von denen. Jonas, ist gut, jetzt mach jetzt mal aus. Hey! Kim, mach jetzt mal aus. Bye. Schön dumm. I'm dead. Oh. Fuck! Yes, boy! Hol it da!
Gebiet oder Paket sichern. Eins von beidem. Na, nein! Oh, Scheiße! Von wo? Von wo? Nein, er hat einen Hit bekommen. Moin, DT! VG, get that guy off! Yeah! Come on, mate. Yeah! Are you through with the snow? In the bar! Of course, bro! Little alley-oop. Yeah. So. Ist aber lustig so. Ja, ist auch. Ich hab den goldenen Schneeball gefunden. Ach, jetzt musst du nur noch hitten. Was bringt er denn? Der Typ. I want it! Nein! Der liegt in der Mitte direkt. Na! Nein! Ich konnte jetzt auch nichts machen. Weil die hocken bei sich in der Base, die Lumpen. Eins gegen eins. Wir erobern die Flagge. Shit! Ah, oh, yes! Russian computer, he's good, he's hacking, bro. Imagine hacking on Snowball. So, jetzt müssen wir gewinnen. Oh, Long 2000 Schaden. Ja, wir gewinnen das. Oh, okay. Yeah, bro. Jawohl. Nice. I'll get me off this now. This was actually really wholesome. Good GG boys, that was actually really GG. Nice game. Richtig gut. God. See, maybe the COD community is getting more wholesome, bro. No, it's not. That's Kuckuck, du kleine Schlampe. Jo. Ey, Nighthawk, danke für deine Spinne. Hallo Leute und Hallöchen Longbeard. Frohe Weihnachten und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe geht raus. Vielen Dank, Nighthawk. Was war da? Okay. So. Ich hätte aber tatsächlich doch Bock auf MWZ oder sowas. Das war jetzt schön, das war lustig. Aber das kann man, glaube ich, also das, ich persönlich kann das nur eine Runde spielen irgendwie. Weiß ich nicht. War aber gut. Warte mal, wer war da gerade mit MWZ da noch dabei? Ahmed, nee, man ist niemals zu alt für eine Schneeballschlacht. Niemals. Krampf, ja, Glühwein, ja, Alkohol, wie ihr wisst, ne, im Stream so, darf man ja nicht. Deswegen, wer weiß, was hier was drin mit ist. Kinderpunsch? Nee, irgendwann höre ich mich dann im Stream wieder Obelix an. Verstehst dann kein Wort mehr. müsst ihr überhaupt noch irgendwas machen? Nee, ne, auch nicht. Nee. Ich tue MZ ja für andere Zeugs. MWZ wette dabei. Ja, MWZ hört sich gut an. Ja, weiß nicht. Wollt ihr jetzt auch MWZ spielen? Ja, also ich also bin dabei. Wenn einer reinkommt, bin ich, kann ich auch rausgehen. Ich denke mal. Also ein Platz wäre frei. So mit Smire geschrieben. Ja, einfach mal einer noch reinkommen dann. Weiß nicht, was Stefan noch braucht dann an Bauplänen. Dann. Ah nee, du hast alle, ne? Ich habe jetzt Gott sei Dank vorhin noch den Munitionsmod gekriegt. Oder den roten Wurm, falls ihr noch einer machen muss. Roten Wurm. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Können wir gerne machen.
rüste ich auch aus dafür. Ja. Alles klar, sie hören noch rein. Punisher ist drin, guck. So, Punisher ist drin, dann gehe ich raus. Hat Punisher denn Discord? Wenn wir dann wieder... Ich meine, das LMG geht natürlich auch mit 200 Schusskasten drunter, ne? Aber... Naja, was nehme ich denn? Nehme ich meine MP? Moin! Da nehme ich dann mal die Striker 9 mit. Die soll auch ganz gut sein. Punisher? Achso, Stefan, du bist der Punisher? Müsste ich übers Handy machen. Ja, wäre cool. So, dass man zumindest ein bisschen kommunizieren kann. Man kann ja auch wieder eine Uhrzeit ausmachen. Genau, man kann auch wieder eine Uhrzeit ausmachen, dass mehrere Leute rein können, weil, wie gesagt, wir machen hier einen roten Wurm. Punisher, du brauchst an sich nichts mitnehmen. Ich habe tatsächlich noch einen Grabstein. Das Einzige, was ich mitnehmen muss, ist das... Ja, ich bin vorhin noch mal rein. Ich habe die konnte noch das. Pläne abgeben. Danke dafür nochmal, Dragon. Bin da nochmal rein und da war der Grabstein aber nicht mehr da. Obwohl vorher alles funktioniert hatte. Okay. Also ich bin. Der war dann weg. Tempo schon mal mitnehmen. Ich nehme schon mal alles mit, was ich so brauche. Elementar. Niete. Ja. Stimmt. Colas. Dock. Vermögen. Iri. Todeswahrnehmung. So. Ist das Einzige, was ich mitnehme. Ja, Chapina, gar kein Thema, ne? Wie gesagt, immer wieder gerne. Saganok. Habe ich eine Schnellwiederbelebung? Moin Mitch, Grüße zurück nach Hamburg. Abklingzeit. Wie ist es eigentlich in Hamburg? Durfst du dein Schlauchboot auspacken oder wie ist es jetzt? Wie kommst du zur Arbeit? Moin Heimdall, dir auch ein schönes Fest. Moin Don. Ja, mach mal Stefan eben. Geh schon mal so weit rein. Ja. Ich nehme die DG56 mit. Was ist das? Also Klinge. Und einen Stein. Moin Steven, danke dir. Dir auch. Winnie Pooh, ebenfalls. Frohe Weihnachten. So, warten wir kurz auf den Punisher. Dann ja, natürlich. Alles ein. Hey, Red Rum, du geile Sau. Die auch ein großes Fest. Ja, es ist halt regnerisch, aber solange die Möwen nicht auf Gesichtshöhe fliegen, ist das auch kein Schiedwetter. Alles klar, ja gut. Uhrzeit, wann wir starten. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Punisher aussieht. Wir haben jetzt 19.24 Uhr. Wir starten um 19.27 Uhr. Dann starte ich einfach, dann klicke ich durch, weil an sich braucht der Punisher nichts, außer eine Waffe. Doch, Steven, ich bin ultra vollgefressen. Also ich hätte noch weiter essen können, weil es so lecker war. Aber, boah, nee, geht nicht. Was gab es denn Schönes bei euch? Ein richtig geiles Steak, selber gewürzt, boah, das war, boah, Maschallah, ey, sein Vater, das war,
Das war richtig gut. Dann ganz normal Schnitzel, Rotkohl, Klöße, Kartoffeln. Dann gab es noch lecker Nachtisch. Ne? Eis, schön mit Eierlikör. Mm, das liebe ich ja. Oh, Vanilleeis? Nee, ich hatte tatsächlich Haselnuss. Oder Walnuss. Haselnuss. Ja, also allgemein so Nusssorten. Haselnuss, Walnuss. Ja. Naja. Nougat geht natürlich auch. Oder Nighthawk 27. So auf jeden Fall. 1927 starten wir. Ja. Ja, und danach sind wir direkt rausgegangen. Es hat zwar wie Sau geregnet, aber spazieren gehen musste noch sein, weil ich muss das alles weglaufen. Also, ne? Das muss alles verdaut werden. So, in einer Minute starten wir. Gulasch mit Nudeln zum Nachtisch Eis mit heißen Beeren. Oh, auch geil. Biernuss. Moin Fleck. Ja, sowas in der Art mache ich ja. Multiplay. Aber mit den Bauplänen. Ja, gut, wer es braucht, mit denen kann man sich dann gerne zusammentun. Weil das ist ja im Endeffekt ja nur ein Rein- und Rausgehen, ne? Ja. Für die Baupläne bitte an mich wenden. Ja, beziehungsweise genau, Dragon hat auch alle Baupläne. Aber trotzdem danke, Fleck. Und Soko auch notfalls. Stimmt, ganz vergessen. So. 10, 9, 8. Oh, Gänsekeule. 6, 5. Moin, Dark Teddy. 3, 2, 1, Start. Jo. So, das Ding ist halt, ich suche jetzt wieder ein Game. Aber da steht schon ein Ping, das ist ganz gut. Steht immer noch ein Ping. Ja, sieht gut aus. Jawohl, Lobby gefunden. Ich hoffe, von euch ist auch jemand in der Lobby. Ab zum Sport und schön spucken. Was? Steven? Schön spucken? Sport wollte ich tatsächlich heute eigentlich auch gehen, aber ich mache das morgen. Also ich habe definitiv Moin. Nighthawk drin. Ja, dann Nighthawk. Ist Nighthawk. So. Ich kann gerade nicht gucken. Ich habe ihn zwar jetzt so nicht gesehen, aber wenn Dragon das sagt, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Ich hocke ja noch bei euch drinne. Bist du bei uns drinne? Nee, ich hab nur Nighthawk in der Lobby. Ah, okay. Friend the Tank, dir auch frohe Weihnachten. Black Kaiser, den Sturmrufer kannst du am besten mit dem Ghostbike, mit dem Bloodburner kaputt machen. Und ansonsten, ja, Bloodburner. Ist eigentlich am einfachsten. Der steht random irgendwo in der Map, den müsstest du nehmen und dann gib ihm. Moin Marc, dir auch frohe Weihnachten. Ja, gibt ja zwei davon, ne? Du brauchst noch alle vom Wurm, außer Versänger. Wirklich aus. Ja, können wir ja nachher zocken. Nachher rotiert die Lobby wieder. Machen wir. Dann machen wir heute einfach wieder drauf auf den Wurm. Weil Spaß macht. Aber bitte alle mit einem LB-Tag rein. Dann denkst du, damit der Wurm sofort kaputt geht, sagst du. So, ich habe nämlich noch einen Grabstein. Wir haben ein seltsames Signal in ihrer Nähe geortet. Guck mal, schon mal ein Geschütz. Sehr schön. Vorsicht ist besser als sterben. Dein Riss sieht gleich aus. Sehen Sie einmal gegen den Automaten donnern, den wir getan balken. Also suchst du mal wie blöd, ja. Ich hab, also, wenn ich den, wenn ich dieses Bike nicht brauche, dann finde ich es immer wieder mal. Wo man es am besten findet, das kann man gar nicht sagen, Kaiser, weil das ist wirklich random. Das kann überall sein, überall auf der Map. Es gibt es gibt an sich feste Spots, aber es sind so viele Spots, bis du die alle abgefahren hast. Da ist ja gefühlt die Runde schon wieder vorbei. Verschwinden wir! So. Wo ist er halt da? Ja, ich hab nur meine Munition nochmal aufgefüllt hier. Lauf dir gerade hinterher, Lom. Ja, ich sammle gerade Punisher hier ein. Jo. So, da sind wir eben zum Grabstein. Da sind nämlich die Items für den Punisher drin.
Moin Gamer. Ja, die Soundbugs sind immer noch da, ja. Finn, ja, kann man tatsächlich machen. Mit entweder mit Mitgliedschaften, Superchats. PayPal habe ich leider nicht, beziehungsweise habe ich noch nicht. Mit dem Bike hat es nicht funktioniert. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das, glaube ich, den Sturmrufer habe ich mit der WSB Swarm gemacht. Den hattest du mir das Warm gemacht, ja. Da hattest du, glaube ich, auch ein Video rausgebracht. Ja, genau. Nur mit der WSB Swarm war das. Ich glaube sogar auch nur episches Ether-Werkzeug. Also es ging. Es ist zwar zeitaufwendig, aber es geht. Ich habe hier noch einen Bauplan. Ich weiß nicht, ob der Dingens das braucht. Und hier, warte mal, Punisher. Hier, warte mal, ich drück dir mal eben alles. Hier noch, falls du einen Bauplan brauchst. Das hatte ich noch gefunden. Den habe ich schon, danke. Okay, ja, dann kann das da liegen bleiben. Gut. Ja. Dann kann man ja noch einen Weg anfangen. Achso, brauchst du noch andere Baupläne? In den epischen Ether-Werkzeug bräuchte ich noch und legendäre Packet von 2 und das Messer. Das fehlt mir noch. Okay, ja gut, das Messer ist die 5, Packet von 3 ist ja der rote Etherwurm. Ja, dann müssen wir sowieso die USB-Sticks jetzt erstmal holen, ne? Ja. Genau. Ja, dann machen wir das eben. Oh, jetzt brauchen wir natürlich wieder ein Auto, ey. Ja, warte mal, wir haben doch hier noch den Dingens, das Quad doch hier noch um der Ecke stehen. Ja, aber ich glaube, ist der nicht beschädigt gewesen, beziehungsweise Tank. Magazin wechseln! Ja, es geht, es sind nur ein Viertel. Komm mal runter zu euch. Bei mir stehst du auch jetzt oben drauf, auf dem Bike. Ja, oh Gott. Ja, super. Da warst du gerade eben auch. Nett. Jo, dann fahren wir. So. Ja, moin. Das sieht ja aber so scheiße aus. Kann man gar nicht richtig zugucken. Wo ja, USB-Sticks. Müssen wir, okay. Brauchen wir die Standorte. Nach oben rechts, aber machen wir oben links. Namens Sven, ja auch. Und Matthias ebenfalls. Jin, ja auch. Frohe Weihnachten. Wie ich sehe, Long spielst du das Swarm auch mit Akimbo. Oh, komm her, wir nehmen uns aber das andere Auto diesen Bug, wie ich immer habe. Mir wird die Waffe nie angezeigt. Oh ja, moin. Long, Long, du bist ja, nicht weg. Ja, alles gut. Alles gut. Die blöden Soldaten hier. Muss nachladen. Das sollte reichen. Nee, ich soll den Auto machen. Wir sind alle mit meinem Nighthawk. Ich will meinen Night hier haben. Bin hinter dir. So. Ja, und dann wieder die USB-Sticks. Und dann wieder bis ganz zum Schluss, ey. Wo haben wir die? Also wer jetzt gleich mitzocken möchte, der kommt am besten, wenn wir den Ether-Wurm, den roten Ether-Wurm gerade anfangen, einfach schon mal in die Party. Die ersten zwei, dann sehe ich ja die ersten zwei Namen auch schon und dann seid ihr safe auf jeden Fall danach in der Runde dabei. Dann muss ich jetzt gleich neben dem Chat gucken, wer möchte, wer noch muss, ne? Ich denke mal, wir werden eher den roten Ether-Wurm machen.
T5 können wir natürlich auch reingehen, aber für T5, wie gesagt, wenn ihr in Zone 3 nicht wirklich zurechtkommt, dann brauchen wir T5 gar nicht anfangen, weil da muss man wirklich schon sich viel, viel bewegen können. Und ja, ist schwierig auf jeden Fall. Ich habe meinen Nighthawk gefunden. Roman, dir auch. Hoch auf den LB-Tech. Kids werden gerade ins Bett gebracht, noch ein wenig deinen Stream genießen und chillen. Sauber, und gestern Akt 3 abgeschlossen. Sehr geil. Jin, ja gut, erstmal variieren die sowieso die Plätze. Aber wie, ja gut, jetzt bin ich die Frage, wie sah es denn aus, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Fängst, ne? Fängst du mir nochmal, fängst ja. du jetzt nochmal, Flankiere hier. Genau. Ja. Okay. Wechsle Magazin! Bin hinter dir! Moin, Dobby Gaming. Dobi. Ich bin später wieder da. Jo. So, also. Wo müssen wir hin? Wir müssen. Zone 3 ist hier. Das ist Zone 2, das ist Zone 2 und das ist ganz oben rechts. Okay, also. Wir haben einmal hier den Stick. Da, du hast ja jetzt ein Auto, dann fahr du am besten mit dem Auto. Da. Ja. Ne? Und hier in Zone 2. Weißt du? Die 2? Ja. Gut. Dann nehme ich die rote Zone und ganz oben rechts. Das Ding. Ala verteilt 5 Mitgliedschaften. Vielen, vielen Dank, Adler, für deinen Support. Danke, danke dir. Und alle anderen, willkommen bei der bärtigen Truppe. Vielen, vielen Dank, Adler. Danke dir. Wenn der grüne Ping, der jetzt noch steht, da fahre ich dann als erstes hin. Wir müssen bloß gleich mal gucken nach einem anderen Auto. Lux, dir auch einen schönen Abend. Also wie gesagt, wenn euch irgendwelche Baupläne vom roten Wurm fehlen, könnt ihr gleich gerne in eine Party dazukommen. Vorzugsweise natürlich die Leute, die das eben noch nicht haben, ne? Da wo noch eben irgendwas fehlt. Na, ein Banner. Na, ein Schmidt. Christoph, dir auch. Frohe Weihnachten. So. Jetzt aber. Ich bring uns hin. Vielleicht direkt da lang. Da oben, ne? Geh in diese Richtung. Und da haben wir noch, ja gut, ich habe noch ein bisschen Geld für Perks oder was weiß ich was. Und dann müssen wir eh noch Missionen machen. Epische Siegerwerkzeug brauchen wir. Genau. Guck, guck, du kleine Schlampe. Hey, Finn. Schöne Weihnachtstage dir, feier deine Videos. Mach weiter so, liebe Grüße Finn. Vielen Dank, Finn, für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Danke dir. So, da oben ist ein Drohnenturm. Ich habe schon gesehen. Ja, Christoph, dann okay. Alles Gute zum Geburtstag. Also. Besser also auch Steinbock schon, ne? Also, ich habe am 31. Steinbock, müsste das sein, ne? Schon. Ja, sicher. Sauber.
Also Charlie haben wir. Jawohl, ich habe auch schon einen USB-Stick. Numero dos ist hier oben. Flankiere hier. Vielleicht habe ich einen Schlitz hier auf dem Weg. Das wäre so geil. Moin, Chris. Danke. Ja klar, Christoph. Warum nicht? Wie gesagt, also einfach, wenn wir einen Ether-Wurm starten, den roten, in der Lobby rein. Komm schon mal. Sag mal am besten schon mal deinen Ingame-Namen. Komm, und heute ist dein Geburtstag, da bist du auf jeden Fall safe dabei. Moin, deutlich ab nochmal, grüß dich. Dir auch ein frohes Fest. Wie viel hast du jetzt noch? Zwei? Ja, ich habe noch einen, aber den zweiten organisiere ich jetzt. Okay. Ihr könnt ja schon anfangen, hier Aufträge zu machen, wenn ihr wollt, weil bei mir dauert es noch. Ja, können wir machen. Können wir machen, dann machen wir mal. Ich habe ein bisschen Pech hier mit dem Ether-Schlitz. Muss jetzt doch laufen. Scheiße. Bestätige Zombie-Abschuss! So. 21:30 Uhr, wer ist online? Ja. Steckbär. Kriegen wir hin. Machen wir. Kriegen wir hin. Verschwinden wir! So. Ja, moin. Kümmert er sich nicht um seine Karre hier. Das HRZ ist ganz in der Nähe. Hoffentlich sehen sie es, bevor es sie sieht. Geh in diese Richtung. Oh, ich hoffe, dass der andere das jetzt nicht aktiviert hat. Ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sich in dieser Minute noch hier auffällt. Kann sein, dass er auch schon am Sammeln ist. Weil ich... Im Chat waren noch andere, die den Wurm machen wollten. Ich bin mal gespannt. Ja, wobei hier ist auch Pick a Punch, aber hier am Shop. Kann ich mir vorstellen, was sich nach Season 1 noch kommen. Ja, Jin, meine Vorstellungskraft zu Season 2 ist auch sehr begrenzt. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was sie noch rausbringen wollen, was geil ist, so weißt du. Da bin ich auch die ganze Zeit am Rätseln. So. JLTV Karre. Ich bring uns hin. Dann fahre ich schon mal zu euch. Wo seid ihr denn? Da. Okay. Untoter Feind terminiert. So. Kann hier nicht irgendwo ein Ether-Schlitz sein, ich habe keine Lust zu fahren. Ne. Eine Zipline, aber nee, die Zipline bringt einem irgendwie auch nicht viel. Da kann ich doch lieber weiterfahren. Ich kann einmal eben auftanken hier. Und dann geht's weiter. Hey Thomas, dir auch. Ja, vielleicht da so oder so würden wir das dann mit anderen auch zusammen machen. Also ich würde mich auch den anderen anschließen, das ist ja gar kein Thema.
Das spielt keine Rolle. Mir ging es nur darum, dass ich dann umsonst gefahren wäre und wir doppelt so gesehen die USB-Sticks dann suchen. Das wäre einfach nur ein bisschen blöd. Hätte ich ja dann gesehen, hätte ich dann den Drohnenturm nicht aktivieren können. Yo, Zephyr, es geht. Bin auf Steam unterwegs und auch andauernd seit Season 1 keine Runde ohne Pocket Burst. Liegt es an COD? Nee, ja, das liegt an COD tatsächlich. Ich spiele über Battle.net und wie gesagt, ich habe hier einen super PC stehen. Da dürfte eigentlich gar nichts mit Packet Burst oder sowas sein. Das sind die Server an sich. Das haben aber viele Leute. Way of the Hunter. Sauber, Chevy. Ja, wir gucken mal. Ich gucke auch generell halt, ne, wie lange ich live sein werde, je nachdem, wie es halt läuft. Ja, danach richte ich mich einfach ein bisschen, ne? Und natürlich auch, was die, ob die Kinder durchschlafen, das kommt auch noch dazu. Ja, kein Thema, Zephyr. Viel Spaß, dir auch. Einen schönen heiligen Abend. Okay, warte mal. Was hat mich jetzt rausgebracht hier? Na, ein Bulldozer. Oh, jetzt, dir auch frohe Weihnachten. Jetzt kriege ich natürlich den Bauplan für die Explosivmuni, ne? Jetzt. Ey, also die bekommen eigentlich voll oft. Ich habe die immer voll oft bekommen. Ich habe die bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gekriegt. Mal, kann ich Punisher hinlegen? Ich hab sie schon, danke. Magazinwechsel. Hat er schon. Ja, ich nächsten Auftrag. Porthaus und danke. Ja. Danke, ich sehe. Nein! Haben Sie den gemobbt? Ja, ja. Hier Waffenverstecke oder sowas auch noch machen. Ja. Was will er denn jetzt bei uns hier? Ja, lass ihn einfach. Kannst du nachher die Geschenke unter den Baum schieben? Ja, mache ich. Mach ich. Hallo, was macht der Weihnachtsmann? Das mache ich nicht. Moin Wickel, grüß dich. Dir auch ein frohes Weihnachtsfest. Aufgepasst, Deadbolt. Torkler nähern sich eurer Position. Kommt mal her, ihr Zombies. Ich brauche noch 10 Stück von euch in unter 5 Sekunden. Tja, das wird ganz entspannt werden hier. Zumal, ich habe meinen Hund auch schon gerufen. Anyone doing Endgame Red Worm? Yes. Und tschüss. Yes. Flankiere hier. Wollen mehrere den Wurf machen. Damit das hier noch einfacher werden. Muss nachladen. Auch ganz entspannt. Okay. Mein Prototyp ist am Transporter. Bin fast in jeder Runde in der roten Zone am Auftrag gelegen und habe immer noch nicht den Lila Werkzeugplan. Ja. Ja, manche Pläne, die lassen sich irgendwie Zeit, keine Ahnung warum. Und dann so ganz dumm. Irgendwann, wenn man gar nicht mehr damit gerechnet hat, dann bekommt man so einen Plan.
Aber Vielfraß Akt 4 Solo ist auch ganz gut. Ist auf jeden Fall auch machbar. Also, ja. Habe ich gestern noch mit Ganesha und Wüstenteufel gemalt, 4 und 5. Nee, nee, die Akt 4 richtig. Also nicht T4, die Zone, sondern Akt 4. Also ja, gut, das... Ja, Vielfraß hat auch alles soweit Solo gemacht. Ich habe das meiste auch Solo gemacht. Ich glaube, ein, zwei Missionen, aber es waren auch Solari-Pari-Missionen, die man sowieso alleine machen hätte können. Da habe ich mit anderen vielleicht gemacht, aber sonst auch alle Solo. Und ist auch, ja, genauso wie Akt 4, ist auf jeden Fall machbar. Ist halt nur, ja, wenn man vorbereitet reingeht, ist gar kein Thema. Okay, achso. Wir haben ja ein LT wieder stehen, stimmt. Guck mal, wieder zurückgelaufen. Ja, wir haben ja immer noch 22 Minuten Zeit, ey. Krass. Kommt mal in Zone 3 rein. Ja, können wir auch machen. AZ. Geldjagdauftrag verfügbar. Jo, Patrick, die Aufruhr Weihnachten. So, Emperor. Dein schon in der Lobby und wartet. Sehr geil. Ja, diese FIFA warst du wie bei mir, also. Ich denke mal, du bist bei, also, Akt 4, wenn du alles sowieso schon Solo gemacht hast, ich glaube, Akt 4 packst du auch. Ja. Kannst aber bei mir ja im Video mal schauen, wie das war, wie ich das gemacht habe. Bei mir war es verknapp, ich habe 5 Selfies reingehauen. Das ist aber manchmal erst das Glück und Pech. Moin. Das ist manchmal einfach Glück und Pech, weiß ich nicht. Ich hatte eher Pech. Ich bin vorher so kacke immer wieder gestorben. Hallo Nixo. Sehr geil. Magazinwechsel. Moin Brain. Ja Leute, wer es noch nicht gemacht hat, Like und Abo da lassen. Vor allem ein Abo da lassen, Leute. Weniger als 70 noch und die 6000 sind cool. Knappe 60. 63 um genau zu sein. Das ist geil. Und dann sind es nicht mehr viel. Dann ist nicht mehr viel. Ich mach das eben mit dem Server. Doch zu mir. Ja, nichts, was ich einnehmen kann. Leider. Da wäre nur noch ein großer Rucksack bei mir drinne gewesen. HT100, Chris, danke dir. Nimmst du 4 oder 5 Selfies mit und brauchst keins und dann nimmst du nur 2 mit. Ja, dann gehst du in der ersten Sekunde down. Ja, ist so. Bei mir war es tatsächlich sogar schon so ein bisschen Glück, ey, dass ich da gerade noch überlebt habe. Ich kann meine Waffe wieder nicht wechseln. Auftanken und reparieren. Ach, was ist denn schon wieder hier mit Carsten los? So. Help. Sind die ja beide tot oder was bei F5? Pass auf, jetzt kommt F5. Dann sind beide tot. Ne, E6. Okay. F6. E6. Hä? Er läuft doch. Wo ist denn das Problem? Auf welchen Auftrag? Ja, hier, HZ wieder, ne? Ja, ja. Na gut. Jo, fahr einfach weiter. Hinter uns. Mega Scheißer schon wieder.
glaub's ja nicht. Das Geile ist, es gibt ja immer noch Doppel-EP. Ein weiterer Grund, warum es gut ist, dass ich heute auch noch stream. Prestige 3 incoming. Ja, Max-Level dauert noch ein bisschen. Aber daran sehe ich wieder, wie sehr mich MWZ einfach packt. Ne? Also DMZ, wenn ich da durch war, dann war ich da durch. So. Da hatte ich manchmal ehrlich gesagt so keine Lust mehr so zu spielen. Aber MWZ, das packt mich. Weiß ich nicht. Ah, der hat mein Ding kaputt gemacht, oder? Ja, der soll mal meinen Hund am Leben lassen. Lebt mein Hund noch? Keine Muni mehr. Ja, mein Hund lebt noch. Sehr geil. Zwar nicht mehr viel Leben. Noch Elementar-Limo? Ne, ich hab 2, 4, 6, 8. Ein Ding fehlt mir. Aber wir haben einen Wunderfist, müsste ja sowieso hier sein. Ja. Das kann ich dann nämlich auch ausleben. Ich hab jetzt 40k, also. Ja, Stehvermögen hat mir nur noch gefehlt. Dann. Droppe ich euch mal. Und mal erstmal Muni. Magazin wechseln. Erstmal Muni. Die goldene Kamera sucht der eine da. Ja gut, der will ja was ganz anderes machen. Oh, guck mal. Explosiv-Muni mitnehmen. Hier ist auch nochmal explosiv drin. Dann aber auch. Ja, und dann wäre Shop ganz gut, ist da hinten. Ja, mein Hund rasiert ja mal. Gar kein Thema. Die sind schon geil. Dass man bestimmt einen Akt haben, um in die Siegel zu finden. Also ja, wenn du die Siegel finden möchtest selber, dann musst du Akt 4 abgeschlossen haben. Ansonsten kannst du auch mit Random Spieler reingehen, die so ein Siegel besitzen. Entweder das normale Siegel, was ich gerade hatte, oder das älteste Siegel, was du in T4 bekommst. Genau. Das sollte uns einen Vorteil verschaffen. 1, 2, 3, 4. Dann drop ich auch noch Geld. Muss nachladen. Oh. Okay. Dann ich halt das ganze Geld. Ja. Ja. Bin ich schon dabei drin. Mach mal alles kaputt hier. Hey, hier ist das. Ich hab's wieder gedroppt. Magazin wechseln. Ich hab's nicht gesehen. Gibt's da nicht. Okay. Um. Geht doch. Oben auf dem Dach, ne? Oder hier unten. Ich hol Kasimirs. Jo, Kasimirs, gut. Also mir Geschütze. Jo, Bulldozer, mach mal, gönn dir. So muss das sein. Ja, also ich habe auch 5 Geschütze insgesamt. Ich habe noch ein Selfie zur Sicherheit, das reicht. Ja stimmt, noch Selfie noch. Was habe ich voll? Ein Selfie habe ich jetzt noch als Sicherheit. 1, 2, 4. Aber auch 2-mal Selfie. 5 Geschütze. 7 Kasimirs. Ah, deutlich abnormal sucht die einfach so. 7K,
Ich will auch gerne schon Max. Ein Kasimir, drei Geschütze. Munitionslager hier. Und ja, einen Juggy habe ich noch. Ja. Ja. Ja, Auto können wir nicht nehmen. Müssen wir eh laufen. Der hier ist hin. Dann. Ach, guck, dann können wir direkt noch einen Auftrag annehmen. Ja. Ey, wann machst du eigentlich den Dunkeläther? Wäre dann auf jeden Fall dabei. Du, also, wenn er den gleich machen möchte, den können wir machen, ne? Es kommt drauf an, T4 oder T5. Und dann musst du mir ehrlich sagen, ob du meinst, dass du es packst oder nicht. Weil selbst ich werde Probleme haben, dich dann immer wieder zu reviven, ne? Falls das der Fall sein sollte. Da vertraue ich halt ein bisschen drauf, ne? Dass du da selber auch ganz gut durchkommst. Unterstützen kann ich natürlich. Aber wenn es hinterher wirklich so ist, dass immer wieder revived werden muss, dann das wird schwierig werden. Weil die Heilaura leider auch nicht immer ab ist. Und, ach, ich wollte Muni holen. Und, bis man da jemanden revived hat, so viele Zombies, die dann angelaufen kommen, das ist super schwierig. Da besteht einfach die Gefahr, dass man dabei verreckt. Ich nehme schon mal den Auftrag an. Jo. Ja, guck mal. Kann man hier so. Nachladen. Ja gut, wenn du sagst, mit guter Vorbereitung, ja, also wie gesagt, wenn du sagst, machen wir auf jeden Fall. Gar kein Thema. Bin ich auf jeden Fall dabei. T5, ja, warum nicht? Du hast noch Spielerverbot, okay. Was sagtest du, wie alt bist du noch mal? Das laufen wir. Ja, also T4, T5 wäre mir sogar noch angenehmer, wenn wir sogar mit noch mehr Leuten reingehen. So als Viererteam oder so, wenn das ganz entspannt wird. Ja, also das wäre dann so ein Dunkeläther-Siegel. Ich nehme das einmal mit. Da siehst du, guck mal an. Napalmsalbe noch einmal. Ich habe noch eine... Oh, hier, Geschütz haben wir. Ich brauche mal nicht. Oh, Black Kaiser. Dann verstehe ich das auf jeden Fall. Wenn es alles traditionell ist, dann auf jeden Fall. Ich kenne das eigentlich auch, ne? Also wie gesagt, ich habe polnische Familie. Wäre ich da jetzt noch, ja, das wäre also, gäbe es auch erstmal Verbot. Aber irgendwann habe ich mich dann durchgesetzt. Langustengustel. Danke für dein Abo. Geiler Name. Doppelte Punkte. Oh, okay. HZ. Jo. Mega Scheusal. Das dritte Mal jetzt. Hier zwei lilane Waffen drin. Ein großer Rucksack. Jo. Tatsache. Ja, und wenn ich große Rucksäcke und sowas suche, dann finde ich sowas nicht. Komisch. Ja, immer so. Immer so. So, also Shadow Dobby, du bist richtig süchtig. Richtig süchtig. Bulldozer T4 bekommst auch keinen Powerplan, nur T5. Das wäre ja zu einfach. Hat sich das Game so gesagt. Na. Ich werfe Täuschgranate.
Generator kaputt. Ja, gleich keine Muni mehr. Bullshit drinne. Liegt hier irgendwo Munition. Ist einer noch Selfie? Oh ja, ich hab einen DG2, hab ich. Ja, kannst du theoretisch mitnehmen, ne? Ja, warum auch nicht. Servus, Niklas. Ist die 5 da, wo man das mit den Hasen machen muss? Für Knochenplatten? Ja, T4 und T5 ist im Prinzip das gleiche. Das eine geht 30 Minuten, das andere 15 Minuten. Und die Zombies sind schwerer und du hast mehr Elite-Zombies halt, ne? Ah, ne, seid ihr. Wie meinst du das, Fiefbass? Habt ihr schon einmal mit dem Stormender gespielt? Ne, habe ich noch gar nicht gespielt. Weiß ich nicht. Das ist ja hast so. Hast du den Rucksack voll long? Ja, Niklas, genau so. Was denn? Hast du den Rucksack, deinen Rucksack voll? Könntest ich habe meinen Rucksack voll. Eine Sache kann ich dir abnehmen. Gut, dann nehmen wir mal hier den einen Geschütz ab, bitte. Dann nehme ich mir nämlich da hinten noch das Selfie, nehme ich noch mit. Ja. Gut. So. Ja, dann können wir uns. Ja, nee, gar nicht wahr, können wir nicht. Eine Aufgabe können wir. Wobei, nee, hier eine Aufgabe machen macht keinen Sinn. Und ja, Niklas, auf jeden Fall wieder am Grinden für Community. Ja. Wie? Ich würde die Waffe noch einmal kurz punchen. Die. Ah, die. Ja, ja, da gebe ich dir noch mein Geld dazu. Habt ihr denn alle Perks? Habt ihr langlebige Gasmaske? Habt ihr langlebige Gasmaske und alle Perks? Langlebige Gasmaske habe ich. Ja, das habe ich. Okay, gut. Ja, dann gebe ich dir das Geld, dann hast du. Ja, dann kannst du sogar auch Backup an Streit direkt bringen, die DG. Ja, eben. Genau. Ich muss feststellen, mein Ding ist tot. Letztes Magazin mal wieder. Das gibt's dann nicht. Oder? Nee, gar nicht wahr. Lebt noch. Greifen Cursor an und bekommen es nicht down. Oder in Zone 2 Aufgänge machen, wo sie andauernd down gehen. pass auf die. Hast du auch 3 bekommen schon? Oder fehlt dir was? Nee, ich habe 7. Also Stufe 2 habe ich jetzt. Ja, das reicht. Ja, jetzt habe ich auch 3. Gut, dann können wir zum Stadion schon mal laufen. Ja. Flankiere hier. Hä? Warum schießt der noch uns? Frachtheli markiert. Warum schießt der auf mich? Keine Ahnung, vielleicht. Geil. Lila Werkzeug, genau. Ja, Part 2, genau. Zone 3, ja. Ist richtig. Wechsle Magazin. Der greift zurzeit jeden ein. Ja, ich schon. Okay, ja krass. Stell dir mal vor, du bist gerade low life, bist gerade irgendwie in so einer Situation entkommen oder sowas. Und dann greift dich dieser beschissene Heli an und du gehst deswegen tot. Wie traurig wäre das denn? So, dann gehen wir mal rechtzeitig rüber.
Ah, guck mal, da sind die, die das wahrscheinlich auch machen wollen, oder was? Mal gucken, ob überhaupt noch welche kommen, die den Wurm mitmachen wollen. E-Cookie, ich kann dir gleich die Aufsätze auch zeigen. Nach der Runde. Wir sind ja gleich fertig. Gleich kommt der rote Wurm, den machen wir ganz schnell kalt. Und dann ist das ja alles kein Thema mehr. Pass auf, das letzte Mal stand ich hier drauf und da ist mein Hund hochgekommen und da habe ich meinen Hund gestreichelt. Und auf einmal war ich hier in diesem scheiß Büroschrank drin. Ich musste mich tatsächlich mit dem Kasimir raus teleportieren. Dass das überhaupt noch ging. Gott sei Dank, ey. Ich hätte keinen Bock gehabt, nochmal neu zu starten. Das wäre dann die vierte Runde gewesen, ey. Wie finde ich am besten den Bauplan für Packer Punch 2? Finn, Aufträge machen, Aufträge machen, Aufträge machen. Da gibt es leider kein Geheimnis. Das ist leider einfach nur Glück oder eben Pech. Ich kann dir sagen, ich habe in einer Runde jetzt vor ein paar Tagen 9 legendäre Baupläne gefunden. An anderen Tagen finde ich nicht einen Bauplan. Zu zweit wurden gefressen und war sofort tot. Nicht wieder belebbar. Ja, scheiße. Ja, Bulldozer, bei uns sieht es gleich anders aus. Oh, und da kommt... Jetzt musst du mir mal deinen Namen sagen. Frohe Weihnachten feierst du nicht mit deiner Familie. Jetzt musst du mir kurz deinen Namen sagen. Weil erstmal dir auch frohe Weihnachten. Weil es sind ja Hieroglyphen da. Doch, wir haben schon. Aber ich habe 2 kleine Kinder, die schlafen schon. Die sind krank. Meine Frau, die ist auch so ein bisschen... Ne? Ja. Will ich nochmal schreiben im In-Game-Chat? Ach nö, los. Wenn, ja, wenn welche, die da noch mit waren. Ja, wenn die kommen, dann kommen sie. Da haben wir ja schon. Ich habe denen ja gesagt, Stadion und so. Ich glaube, die kommen jetzt gerade auch aus Zone 3. Ich glaube, das sind sogar 5 Leute. Shimway, mir fehlen noch... Ich habe alle Baupläne. Deswegen helfe ich euch allen hier. So, mal gucken, wo ist jetzt Charlie, dass ich eben meinen dann gleich reinstecken kann. Ah, Jin, ich würde sogar... Kann ich noch nicht mal bestätigen, dass gesunken ist. Komm, wo kommt denn die Zone? Von da. Also fängt jetzt gleich Charlie an. Ja. Und Alpha müsste hier sein. Ja. Ah, die kommen jetzt auch. Ach, du Scheiße. Moin Tobias, hab grüß dich. Ghost. Gesehen. Ja, siehst du, Ghost. Mann. In der Basis sind alle sicher. Einsatzteam, Sie sind es, die hier in Gefahr sind. Da, die kommen auch. Aber wir können es aber nicht vereinen. Das geht nicht. Nee, wenn die Zone drüber ist, geht das nicht mehr, ne? Ja, so, so oder so nicht. Die sind zu viert, wir sind zu dritt. Das passt dann nicht. Ja. Aber es wird jetzt super easy werden. Hm? Okay. Hey, what's up, mates? Wir sind Verbündete, nicht feuern! Mann, aktiviert das Ding. Viel besser. Charlie ist aktiviert. Ja. Ah, warte mal, Bravo ist hier hinten. Sanchez. Ja, stopp, ich Sanchez dann. Hast du aktiviert? Da hinten den? Ja, hab ich. Nee. Nee, ich nicht. Ja, wir hatten den letzten. Ich hab Charlie gehabt. Der ja, Punisher einer muss Charlie aktivieren da hinten noch. Ich weiß nicht, wer es von euch hat. Wir haben nur Charlie. Ey, ich hab doch die 2 Punkte genannt. Ich hab doch die 2 Punkte genannt. Warum habt ihr den nicht gemacht? Ich hab doch auch 2 geholt. Ja, moin. Ja, dann können wir X-Filmen.
ja, da haben wir nämlich... Hab ich extra gesagt. Ja, dann können wir extra hin. Super. Welchen? Den habt ihr geholt? Den Charlie, ja. Ja, warte, ich versuche den anderen noch zu holen. Hier ist ein Fahrzeug. Wo ist der? Da hinten. Den Charlie, den auf dem Dach hier gegenüber, den hatten wir geholt. Ja, ich hatte ja den Punkt hier unten genannt. Noch. Ach, der. Weil ich war ja die ganze Zeit Zone 3 und ganz oben rechts. Ja, dann ist das ein Fehler von mir mit gewesen, weil ich das so verstanden hatte, dass vielleicht alle da wären. Dass alle da wären, deswegen habe ich jetzt nichts dabei gedacht. Nee. Deswegen hatte ich ja, ich habe zu Beginn gesagt, ja, unten dann die Zone 2. Das könnt ihr dann die 2 machen. Und ich gehe in Zone 3 und oben rechts. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Das kriegen wir hin noch, ja. Zeit haben wir ja noch. Wechsratte, danke dir auch. Boah, wenn man sich auf der Map okay, die ebenfalls. Und, ne, wie viele Geschütze. Ja, meine Maske ist jetzt gleich weg. Die Maske muss ich auffüllen. Ich hab noch eine zweite. Alles gut. Verschwinden wir! Das kriegen wir auch in 10 Minuten hin. Weniger sogar. Sind die Geschütze wenigstens noch da? Ja. Okay. Gott sei Dank ja, ist das hier unten gewesen, ey. Was wäre es gewesen, wäre es irgendwo da oben? Egal. Sorry, mein Fehler. Alles gut, gewesen. Alles gut. Passiert. Geschütz aktiv. Magazin wechseln. Ey, weil wie viele Geschütze? Und guck dir mal, wer fast an Geschütz. Ja, ja, das wird jetzt ganz entspannt werden. Deswegen, die 10 Minuten, wir hätten auch nur 2 Minuten gebraucht. Nee, die 3, die sind nicht zu dritt, die sind zu viert. 1, 2, nee, doch 3. Gerade habe ich 4 gelesen. Get to the fucking refill station. I ain't joining his squad. He's asking for your squad. I'm throwing my jug down. Don't stand under the green smoke. Don't stand under the green smoke. Ja, dadurch, dass wir jetzt zu 6 sind, würde ich auch noch mal ein bisschen mehr Schaden, ne? Oh, fuck, I'm down already. Ja, ganz entspannt. Ne, ich weiß, sie müssen nicht in unserer Party sein. Aber so würde man sehen, dass dann einer von denen down ist oder sowas. Dann könnte man die reviven. So sieht man das ja leider nicht. Wow. Hier ist gut. Wie
jemand die Maske repariert, Flo, einfach zur Munistation gehen. Hey. Muni auffüllen. Get the fucking zombies away from you, don't they? Oh, mega, oh, why the fuck is he fucking come for me? Frick. Got myself a bad, don't worry. Come to the corner room. Oh, fuck me, man. I've been eaten as well. Oh, mega Scheißerl auch am Start, sehr geil. Ja, guck, also von der Zeit her gar kein Thema so. Ja, jetzt ist er weg, pass auf. Alle sterben jetzt hier, Exfil. Ne, da ist er. Ja, komm. Ja, der geht jetzt kaputt. Ah, nee, echt jetzt. Zum Schluss noch. Dominik, dir auch frohe Weihnachten. Nee, nee. Große Bedrohung ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Ich nehme euch Stuff mit. Feuer. One's dead. One is dead. Where's the fucking? Yeah. 8 Sekunden. Good shit, guys. Good shit. Oh, I got the fucking flawless fail. Ja, ich hab die Versänger. Brauchst du die Pantone? I need the tool if anyone. Ja, gerne. Aber Scorch. Und hier, nimm das auch mit. Nicht ausrüsten, mitnehmen. Scorcher. Yep, danke. Take the Scorcher, I ain't got the Scorcher. Jo, no, I don't need the Scorcher. Take the Scorcher. Gut. Yeah, no, I don't need the Scorcher. Okay, dann... X-Ray. Jo, bevor meine Maske kaputt geht, das bin ich jetzt schon rausgegangen. Ja, meine war schon kaputt, aber das hat trotz der goldenen Platten ganz gut gehalten noch. Es hat Schaden gekriegt, aber es hat gut gehalten. Ja, die anderen haben auch was bekommen, ja. Genau. Mal gucken, wie viel EP es gibt. Ich hoffe, es gibt einiges an EP. Jawohl, ja, sieht schon mal gut aus, ey. 87.000! Mashallah. 92.000, 93.000! Na, schmeckt aber. Ja, sorry nochmal, Long, dass du da extra nochmal losdüsen musstest. Alles gut, ey. Ich war aber ehrlich gesagt trotzdem schockiert. Ein bisschen enttäuscht war ich schon von dir, aber schau euch drüber hinweg. Alles gut, nein. Ach, da bin ich aber beruhigt. Schreibe ich mir auf. Oh. SBB Step schon wieder hier. Nee, das nächste Mal, wenn er fragt, nee, nicht mitspielen. Perfekt. Okay, es sind schon weitere Leute in der Lobby. Geil, sauber. Jawohl. Ich gehe jo, raus. Punisher, dann danke fürs Mitmachen. Runde. Ja, danke auch. Ja, ja danke auch. Ne, bis dann. Jo, bis dann. So. Vega, ich muss dich leider rausschmeißen. Leider, leider. Wir sind voll. Die beiden, die waren schon vorher in der Runde, also in der Party. Sorry. Kannst gerne gleich nochmal reinkommen. Beziehungsweise Vega... Merke ich mir, komm gleich einfach direkt rein, sobald wir auch in der Lobby drin sind. Kannst du gerne reinkommen. Moin.
Zur Not kannst du auch einfach in Discord hocken. Servus. Gucken. Habt ihr Discord? Ja. Sauber. Warte mal, dann gehe ich einmal in den Live-Chat hoch. So. Okay. Ja, ich bin im Discord oben im Live-Chat. Ich könnte gerne dazukommen. Was? 1664 Kills? Was? Echt? Servus. Moin. So. Frohe Weihnachten. Achso, warte, ich höre dich ja hier auch. Im Discord. Ja, ich bin gerade im Discord gejoint. Achso, weil ich dich in-game auch höre, deswegen. Achso, ja, oh, dann war es 1. Also das In-game am besten wegnehmen. So ist ja. Jetzt besser. Ja, genau. Top. Ja, dir auch frohe Weihnachten auf jeden Fall. Danke, danke. Warte mal, wen haben wir denn jetzt noch? Hallo, Nixo. In-game. Ja, von mir aus können wir auch in-game. Also, wir können auch in-game sprechen, mir ist das egal. Ja. So, dann nehme ich mal alles mit dafür. Also, kannst du denn in-game sprechen? Also hier schon sprechen? Das sind die Aufsätze, die ich habe aktuell. Ja. Ja, ich meine jetzt gerade... Ja, da ist er. Hallo? Ja, moin, grüß dich. Servus, sorry, dass ich habe zwar Discord, aber ich habe das nur auf Handy und ich spiele leider auf PlayStation 4. Ich weiß nicht, ob das auch funktioniert. Nee, das funktioniert leider nicht. Passt, dann sprechen wir in-game. Oh, Mist. Schade. Aber trotzdem vielen Dank. Ja, kein Thema. Einen von euch kann ich komplett ausstatten. Wer hat's von euch richtig nötig? Also ich sag mal so, ich habe jetzt ein paar Dosen Perks mit, ich habe legendäres Ether-Werkzeug mit, okay. Den Dreierkristall, gut. Platten, also die goldenen Platten und den Wundeknochen mit. Okay, also brauchst du im Endeffekt ja gar nichts, wenn ich das jetzt so raushöre. Nee. aber bloß eigentlich dann noch ein paar Baupläne, ja. Ja, das suchen wir zusammen. Impera, wie sieht's bei dir aus? Also ich war noch nie in diesen Akt 4 drin gewesen. Ich kann da mein legendäres Ether-Werkzeug und so einen makellosen Ethereum-Kristall kann ich auch. Okay. Aber das hast du auch. Also bräuchte ich das jetzt auch nicht mitnehmen. Weil sonst würde ich dir auch was mitnehmen, falls du es brauchst. Wenn du sagst, dass du sowieso über hast, quasi, das ist ja ziemlich schwierig zu finden. Aber ja, ich habe auch nehme ich das auf mit. Lager quasi. Wegen Feldausrüstung Heilaura mitnehmen oder was? Ja, genau, Heilaura dann. Also wollt ihr T4 oder T5 reingehen? T5 gibt es die Baupläne, T4 nicht, ne? Ah, okay. Und T5, wie gesagt, schon... 15 Minuten Zeit und dann muss man durchballern. Ja, ja. Okay. Also wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht so richtig quasi, wo. Ja. Mir ist es egal, was man machen. Ja, braucht ihr denn Ether-Klinge-Bauplan und sowas? Also diese Baupläne braucht ihr? Also ich brauche bloß noch die Ether-Klinge als Bauplan, die anderen zwei habe ich. Und bei Emperor? Ich habe quasi noch gar keine von den ganz guten Bauplänen. Ja, ja gut, dann gehen wir T5 rein. Warte. Okay. Nehmen wir die so, VR-11 und, Dings, mit. Ihr nehmt immer nur eine Waffe mit, ne? Ja, genau. Ja. Wobei, ich nehme jetzt zwei mit, die VR-11. Damit kann man nämlich dieses AVR bzw. AVT, AVR heilen. So. Ich habe auch noch zur Not eine Wunderwaffe mitnehmen. Ja. Du kannst auch, ja, weiß nicht, die G2 vielleicht oder sowas dann noch. Ich bin jetzt voll, ich kann jetzt nichts mehr mit reinnehmen. Dann muss ich eins rausnehmen, dann nämlich
DG2, ja. Ja. Ja, ja, genau. Ja, dann wäre ich ready. Ja, ich auch. So. So. Erstmal an euch alle. Ich starte mal eine Umfrage. Die Umfrage ist nämlich, schaffen wir heute noch 6.000 Abos voll? Es sind nur noch 60, die wir brauchen, bis dann die 6.000 voll sind. Könnt ihr gerne mal voten, was ihr meint. Ob es möglich ist oder nicht. Jo, alles klar. Warte, ich bin sofort soweit. So, ich nehme natürlich die Lockwood mit. Fehlen euch so noch in Zone 3 oder sowas Baupläne? Zone 3, also mir fehlt noch an Bauplänen der legendäre Ätherwerkzeug. Denn der so, zweite Punch-Kristall und dann brauche ich noch eine Dose. Nighthawk verteilt noch eine Mitgliedschaft. Vielen, ja, vielen Dank für deinen Support. Danke dir und Lux, willkommen bei der Betting Truppe. Ja, vielen Dank, Nighthawk. Danke, Patrick. Sauber. Er geht mir eigentlich genauso. Okay. Warte mal, jetzt ist gerade jemand dazugekommen. Okay, gut. Ich starte sofort. Wir starten um 20.35 Uhr. Damit jeder von euch auch die Gelegenheit hat, mit reinzukommen. Wir wollen T5 jetzt machen. Wem noch Ätherklinge Bauplan fehlt, wem noch goldene Platten fehlt, wem noch Hundeknochen fehlt, der kann sich gerne anschließen. 35 suche ich eine Runde, damit ihr eben die Gelegenheit habt, euch uns anzuschließen. Genau. Je mehr, desto lustiger ist es. Wir starten um 20.35 Uhr. Ja, genau, in 3 Minuten, damit andere noch die Gelegenheit haben, vielleicht auch noch in unsere Lobby reinzukommen. Dann gehen wir vielleicht zu 6 rein, wenn alles gut läuft. Ja, ich hatte vorhin probiert, dass wir zusammen in die Lobby kommen. Wir haben so, sind so gleichzeitig in die Lobby reingegangen, aber hat leider nicht funktioniert. Ja, das ist hier irgendwie ein bisschen schwerer, ich weiß nicht. Also wirklich perfekt abgepasst. Wir sind beide gleichzeitig im Spiel gestartet sogar. Oh, naja. Ich habe einfach nichts mehr. Ich mag es nicht, wenn es abbricht. Oh. Mr. OG. Ja, kenne ich. Hatte ich eine Zeit lang auch, dass ich dann auf einmal nichts mehr hatte. Und das war so mühselig, das immer wieder alles neu zu farmen. Heftig. Schoki, moin. Wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Da musst du leider weg, Nighthawk. Ja, ich bin nur kompetitiv, aber schau gerne zu. Finde Zombies zum Zuschauen sehr interessant. Mach weiter so. Yo, danke dir. Muss gleiche Plattform und Anbieter sein? Nee, muss nicht. Muss nicht sein. Tatsächlich. Was mir nur aufgefallen ist, halt, wenn PlayStation-Spieler suchen, dann findet man irgendwie eher ein Game als ich über PC. Guten Alf, servus, die Aufruhr Weihnachten. Ja, Patrick, Serverlags und so habe ich aber momentan gar nicht mehr so viel. Leute, in 1 Minute starten wir. 35, geht's los. Denkt dran. Suche ich. Und ich hoffe, dass wir da keine Probleme jetzt gleich haben beim Suchen. So, 35. Game wird gesucht. Suche nach einem Spiel, sieht schon mal gut aus. Keine Probleme dabei. Weil manchmal steht bei mir einfach verbinden und dann passiert einfach nichts. Moin Dimi, servus. Jo, bei mir ist alles fit und bei dir? Schoki, mir geht's gut. Würde auch mal gern spielen, wenn ich darf, weil. Ja, klar. Wie gesagt,
einfach in der Lobby reinkommen und schon mal in der Lobby einfach warten. Gleich, wenn wir in-game sind, kannst du dir schon mal reinkommen, zwei Leute, und dort in der Lobby einmal kurz warten. Und die Leute, die danach kommen, dann, ja, müsst ihr euch dann bitten, einmal die Lobby dann zu verlassen, beziehungsweise ich werfe euch dann raus. Guter Neustart. Ach du Scheiße. Ja. The Big Show, die Aufruhr Weihnachten. Achim, moin. 2794. Ich schreibe aber gleich in den Chat rein. Boah, das wäre so geil. Wenn mehr Leute wären, dann 45. Da, Freezer ist schon mal in der Lobby. War ja vorhin schon in der Lobby. Sauber. Überfressen. Ja, kenne ich. Ich glaube, ich hole mir gleich noch was zu essen. So, ich warte mal kurz, bis ich schreibe. Weil manche Leute, die sind dann, die joinen tatsächlich noch gar nicht. Moin. Mal gucken. Und Schoki ist drin. Perfekt. Also haben wir zwei Leute schon für die nächste Runde. Safe. So. So, warte mal, wer war das denn? Imperor, du wolltest die Sachen haben, ne? Ich sehe eine anormale Energiespitze nahe ihrer Position. Ja. Dimi, gönnt eine Mitgliedschaft. Danke für deinen Support. Und Mario, willkommen bei der bärtigen Truppe. Vielen, vielen Dank, Dimi. Danke für deinen Support. Ja, im Prinzip müssen wir jetzt eigentlich nur Geld farmen. Karmesin wäre ganz gut, wenn man das en masse holt. Und Selfies auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein Geschütz oder sowas, mehr nicht. Also eine Karmesin habe ich mit. Okay, ihr habt auch beide Heilaura drinnen, ne? Ja. Okay, ja, wie gesagt, T5 gleich. Da ist einfach nur Rennen angesagt. Gleich machen? Wir können direkt in Zone 3 reinballern, würde ich sagen. Ach so, ja. So. Alles gut. Vertrautes Ziel entfernt. Ach so, ja, und Perks natürlich auch. Müssen wir auch noch kaufen. Also ich auf jeden Fall. Ich habe nicht ein einziges Perk mit reingenommen. Ach so. Ja, ich habe gerade 4 ausgerüstet. Ja, dadurch, dass du mich schon ausgestattet hast, habe ich 7 dabei. Oh, die Pumpe macht richtig dran. Ja, die wird auch gleich in T5 gebraucht. Die wird schwitzen, die wird richtig heiß brennen. Ich habe die auch so nachgebaut, Alter, die macht da richtig dran. Richtig geil. Oh nein, Patrick. Das Controller. Ja gut, ist ja eh Weihnachten, gibt's wahrscheinlich nur einen Controller. Die anderen zwei Pumpen, die sind nicht so stark. Also ich hatte die auf Legendär und auch letztes Stufe 3 Punch und in Zone 3, das hat urs lange gedauert. Ja, das ist eigentlich auch nur diese Pumpe irgendwie, die so stark ist. Ja, die Flintengeschosse. Ja, die sind One-Shot bei mir. Ja, bei Modern Warfare 2 gab's auch so eine, die kann das auch. Cool, oder? Du musst auch anvisieren, ne? Also. Weil guck mal, wenn du schießt, gehen mehrere Schüsse raus. Wenn du anvisierst, ne, gehen die zusammen raus, die Schüsse. Deswegen sind die ja noch One-Shot. Und die hat ja auch eine richtig gute Reichweite. Ja, also aus Kilometer Entfernung triffst du noch was. Einsatzteam, sie nähern sich einer Terminusfestung. Schlage vor, sie machen sich kampfbereit oder umgehen. So, siehst du eine Gasmaske brauchst du auf jeden Fall noch? Scheiße. Ja, ich habe gar keinen Tempo-Cola. Oha. Ein Aura ist noch gar nicht ready. Hoffentlich war das das letzte Mal. Man, kam so eine Menge jetzt hoch.
Okay, also ich renne einfach mal vorbei. Ja, immer noch nicht. Ich hab da so viel jetzt drinnen kaputt gemacht, ey. Yo, Nighthawk, bis dahin. Hau rein, danke dir, dass du da warst. Was hittet mich denn? Da war gar nichts. Gibt's doch nicht. Bist du okay? Aber danke für dein Abo. Habt ihr Heilaura? Ja, ich hab ja, ich habe noch nicht bereit. Ich komme aber gleich, wenn der Junge da weg ist. Ach guck mal, wir haben sogar direkt einen Schlitz hier. Ich komme. Jo, danke. Das gibt's doch nicht. Warte mal, hier ist ein. Ah, hier war es mal. So. Nehmen wir das alles noch mit. Das nehmen wir auch mal mit. So. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Auf jeden Fall Wunderfist erstmal. Also Tempo Cola mit der Lockwood 680. Also das ist einfach ein Muss. Ne? Wenn man das nicht hat, dann ist man so aufgeschmissen. Er lädt einfach dann wiederum zu lange nach. Okay, dann machen wir hier mal ein paar Aufträge. So, siehst du, One-Hit. Dr. Nita, habt ihr schon... Ne, ich hab nur einen Perk jetzt gerade. Achso, warte mal, da oben... Da oben war noch... Ja. Da oben, ja, war noch ein Dr. Nita. Irgendwo, dass ich mit eigentlich und gar keinen Dosen reingehe. So. Ja, und Pack-Punch. Die VR-11 vielleicht auch nochmal punchen. Müssen wir auf jeden Fall so viele Missionen machen wie möglich jetzt hier. Ja, Gunolf, ist die 680. Alles an Kohle mitnehmen, was wir hier so haben. Was wir hier so finden, auf jeden Fall. Und dann versuchen wir in den 15 Minuten wirklich alles zu machen. Wir machen auch gleich, glaube ich, als erstes den Eskortieren-Auftrag, weil der dauert an sich am längsten und ist so insgesamt auch die schwerste Mission, die es da gibt. Aber ich habe schon ordentlich Deadbolt-Schaltkreise gefunden. Ne, wie ihr wisst, in T5 gibt es auch Deadbolt-Geschütze. Und wenn ich jetzt schon so viele habe, muss ich halt nur dran denken, dass ich die nicht hier verballer. So, gleich in der T5. Einfach mal kaputt gegangen. Mega scheu sein. Wie hast du das Lager denn über 16 bekommen? Das kann ich dir nicht sagen. Also mal geht's bei mir und mal geht's einfach nicht. So, eine richtige Lösung dazu habe ich noch gar nicht gefunden. Kann ich dir leider nicht sagen, Chris. Ach, warte mal, ein Deadbolt aktiviere ich. Da geht ziemlich schneller mit dem Mega-Scheuser, als dauert sonst so lange hier. Nur das mit hier im Feuer. Auch so noch hier im Feuer ein. Da ist ein Schemata drin. Pack a Punch 2. Müsste das sein. Nice. Angereichert. Nee, Moment, bei mir wird der Rüstung nicht angezeigt. Hier, da war noch eine Dose drin. Ihr braucht das eine von euch noch?
Braucht jemand Tempo-Cola? Negativ. Ich hab's gerade selber bekommen. Also ich brauch's noch, aber jetzt hab ich's gerade. Okay. Ja, guck mal, da hast du direkt schon mal was safe. Ich hab's auch bekommen. André, die auch frohe Weihnachten. Ich bin da kein Fan von, kannst du gerne nehmen. Okay, hier habe ich nochmal Tempo-Cola hingelegt, wenn jemand braucht. Habe ich ja auch schon, nachher. Okay. Guten Abend, Marco. Gebt ihr Rückendeckung. Na, da jetzt habe ich den Baukampf schon mal gekriegt. Cool. Ja. Ja, das läuft doch. Das wäre schon mal nice. Episches fehlt auch noch, ne? Ether-Werkzeug, war das so? Ja, genau. Ja, das bekommt man auch hier hinzu. Mal mega, gucken. Das ist und dann noch T5, alle Baupläne. Ja, ich habe auch die Visitenkarten noch gar nicht. Ist nochmal ein Grabsteinsprudel drin? Im Tor hast du deine Feldausrüstung aufgeladen? Ja. Braucht noch jemand Grabstein? Nö, habe ich jetzt nicht. Nö. Weil wenn wir sowieso in T5 reingehen, ist das mit dem Grabstein ja, glaube ich, sowieso hinfällig. Meine ich, ne? Oder behält man den trotzdem hier irgendwie in der Zone? Ich weiß es gar nicht. Level am Ende Hinterwaffe sind. Nicht nur auf Level 1 die Sportspiele. Ja, moin, mega Scheuße. Was war das denn? Ja, hat mich wieder anlaufen sehen, deswegen. Oh mein Gott. Das ist wieder der Typ mit dem langen Bart. Ja, genau. Ich hab ihm immer einen langen Bart gewürgt. Oh, geschützt auf jeden Fall. Richtig gut. Kopfgeldjagdauftrag verfügbar. So, und dann zum nächsten Auftrag. Moin, Gameboy, grüß dich. Willst du die Kameras noch machen? Ja, habe ich vor, Benz. Aber momentan bin ich jetzt wieder dabei, halt Community zu unterstützen. Und ich will das eigentlich die ganze Zeit schon machen. Das Rote, oder? Ja. Gameboy, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Seltenes Ether-Werkzeug. Jetzt jemand auf. Gibt's im Shop eine langlebige Gasmaske? Wie bitte? Im Shop gibt's eine langlebige, gibt's? Ja. Okay, muss auf jeden Fall eine kaufen. Ein Selfie. Ja, da bekommst du alles hier im Shop. Auch einen großen Rucksack, falls du noch brauchst und sowas. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? WSP Swarm, also da dauert es einen Ticken länger, den Jungen zu töten, als mit der Lokot. Kannst du auch punchen? Nee. Ja, also in der T5 kannst du auch punchen, ja. Okay. Ja, dann brauche ich die DG2 noch nicht ausrüsten. Kann ich noch schneller laufen, deswegen. Ja, musst du wissen, also ich punche die, glaube ich, hier schon. Eine VR11. Ah, okay. Irgendein spezielles Loadout für die Lockwood. Ob das was, Gunnar, irgendwas Spezielles ist, kannst du dich gleich selber überzeugen. Ich zeig dir den Bauplan einfach gleich mal nach der Runde. Das ist dann, das ist zum Beispiel so ein Siegel, ein Siegel beispielsweise für T4, ne? Also so sieht das aus, das ist der Unterschied. T4, T5. Und das bekommt ihr nur in T5. Das bekommt ihr hier in Zone 3. Und Selfie nehme ich mit. Hier, ich hab noch eins. Oh, okay, danke. Und Takiri nehme ich.
Ja, passt. Sehe einen Waffenversteck noch. Überfallauftrag. Sache mit der V11 Barboss, ey. Danke für den Hinweis. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass man mit dem Ding noch schneller laufen kann. Ja. Es muss es natürlich noch einen Vorteil geben für die Waffe. Alles andere wäre natürlich zu wenig. Green an Einsatzteam. Die Söldner haben in ihrer Nähe Waffen versteckt. Holen Sie sie sich. Als ob man einem Kind Süßigkeiten wegnimmt. Mit Hosen gibt's hier? Das sollte uns einen Vorteil verschaffen. Alle Stationen, Feinde nähern sich eurer Position. Vor Partnern gab's noch für Belohnung 5000. Ja, das gibt bestimmt eine Anzeige. Genau, Kasimir auch noch. Jesus. Ja, erstmal fahren wir die Kohle zusammen. Gucken, was wir noch so für Perks bekommen. Haben wir diese freundlichen Zombies? Also Söldner hier. Durch die VR-11, die ich dabei habe. Ach. Aber wie gesagt, damit können wir nachher beim Eskortierenauftrag die VR-11, ja, die AVR reparieren. Und wenn ich euch damit hitte, dann könnt ihr euch auch, seid ihr glaube ich... Unsichtbar. Warte mal, bleib mal stehen. Warte. Sorry. So. Ich glaube, dann kannst du dich schneller bewegen und du bist unsichtbar für die Zombies. Ah, oh, stark. Ja, die tun Meine ich, also das sieht zumindest so aus. Das ist zumindest ein kurzer Moment. Es war wirklich nur ein ganz kurzer Moment, aber naja. Immerhin. 1000? Besten Waffen, Marco? Hi, weiter. Wusstest du das, wenn du die PMP-Maschine schlägst und dann PMP machst, dass du dein Aussehen... Ja, ja, weiß ich, Chris. Weiß nicht, jetzt komme ich nicht drauf. Die andere, die Spezialwaffe auch auf Stufe 3? Welche? Nochmal kurz. Die Spezialwaffe, die du mit hast, also die VR-11, ja. Genau. Machst du die auch auf Stufe 3, oder? Ja, ich guck mal, wie wir mit der Zeit, mit der Kohle hinkommen. Die besten Waffen, Marco. Momentan spiele ich nur BSB Swarm, Akimo und die Lookwoods. Hier ist noch Todeswahrnehmung. Braucht niemand Grabstein? Ja, eigentlich nicht, nee. Hier ist noch ein großer Rucksack. Kopfgeldjagdauftrag. Auch nicht. Ich gehe schon mal zum nächsten Auftrag. Jo. Wie hast du deine Akimo gemacht? Confused, du musst... Manche sagen, du musst die Waffe auf Max Level bringen. Ich meine, du musst sie noch niemals auf Max Level bringen. Ich glaube, du musst nämlich auf Aufsätze gehen. Da wo Akimo zu haben ist. Oder doch, warte mal. Doch, du musst, glaube ich, auf Max Level machen, damit dir das überhaupt angezeigt wird. Und damit du Akimo dann überhaupt machen kannst, musst du Daily Missions machen. Jetzt möchte ich mal gucken, ob ich schneller als der Höllenhund bin. Tatsache. Ganz gut, ey. Läuft. Wie ich die aufgebaut habe, kann ich gleich nochmal zeigen. Was ist aber Grabstein? Ja, egal, nehme ich einfach mit, dann habe ich alles. So. Megascheuser schon wieder. Läuft. Nein, ich sehe das Alex, dir auch ein schönes Fest. Für die habe ich keine Muni mehr. Für die VR-11 ist das auch geil, ne? Also wenn der Muni auf dem Boden liegt, dann... Also man kriegt nur einen...
einmal Muni dazu. Vermögen, sauber. Das sind alle Perks. Elementar. Ja, warte mal. 2, 4, 6, 8. Ein Perk fehlt mir noch. Ein Perk nur noch. Guck mal, dass ich voll ausgestattet im Game. Ja, ich glaube, das hatte jeder von uns tatsächlich, so wie Allah es auch schreibt. Ja, ich zeig gleich alle Aufsätze von der WSB Swarm, Wiki habe und die Lokwurz. Nach der Runde. Aber wie gesagt, wir gehen gleich T5 noch rein. Hulk Hogan, dir auch. Vielen Dank. Spuren. Ja, siehst du, jetzt habe ich erstmal 30.000 zusammen, um die VR11 auf Packer Punch 3 zu bekommen. Ne? Muss ich gucken. 24 Minuten haben wir noch. Perks. Ja, und Kasimir ist das teuerste eigentlich so, wenn man sich das also anschaffen möchte. Im Vergleich zu Geschützen, ne? Geschütz kostet 2000, bekommt man fast, also eigentlich in jeder Zone. Und Kasimir kostet eben 5000. Ja. Luki, danke für dein Follow auf Twitch und David, danke für dein Abo auf YouTube. Vielen, vielen Dank. So, dann machen wir mal Spawn-Kontrolle. Kupu, servus. Die Dimensionsfluktuationen sind wohl Teil eines größeren... Axel, jetzt musst du doch... Ja, MW3 ist gut, ey. Man muss sich... Lass dich einfach auf ein. Boah, danke wieder voll auf Twitch. Vielen, vielen Dank. Guckt. Bohren. Könnte auch von hier hinten kaputt machen. Das ist gar kein Thema, ey. Oh ne. Ja, ja, okay. Ein paar Soldaten hier. So, und hinten noch. Nixi, dir auch, ein schönes Fest. Kurze Frage, kann ich beim Roten Wurm nicht viele Geschütze kaufen und dann nochmal schnell zum Shop? Oder wieso stellst du immer erst den Sturm auf? Zum Shop, also erstmal musst du ein Glück haben und der Shop, der muss erstmal bei dir in der Nähe sein. Das ist dann Punkt Nummer 1. Wenn der Shop nicht in der Nähe ist und du gehst weg, könnte auch die Gefahr bestehen, dass der Wurm einfach nicht mehr erscheint. Wollen wir nochmal Brotwurst machen? Das ist einfach so ein Risiko. Du kannst es natürlich versuchen, aber erstmal, wie gesagt, musst du den Shop erstmal in der Nähe haben, damit du das so machen kannst, wie du das jetzt gerade geschrieben hast, ne? Ah, Matthias, mies. Nee, Patrick, auf Twitch bin ich nicht online. Nee. Ich bin da schade, weil wenn ich auf Twitch gleichzeitig mit YouTube streame, ist halt die Kacke, dass die ganzen YouTube-Zuschauer, sag ich mal, so ein bisschen an der Qualität so ein bisschen leiden müssen. Weil ich finde, das ist doch schon ein Unterschied, ob man 2440p oder 1080p streamt. Das sieht optisch ganz anders aus.
Meine Meinung. Ich weiß ja nicht, wie ihr es empfindet. Und manchmal habe ich auch Schwierigkeiten halt mit Twitch und YouTube gleichzeitig. Lösung kommt auf was. Ja, okay. Boah, Junge. Oh, und Tofu. Ja, klar bin ich ein cooler Typ, ey. Was denkst du denn? Aber danke. Hä? Das war gar nicht unser HAZ? Oh moin. Bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass das unser HAZ ist. Jo, elementar im Bauplan. Hab ich schon. Ja, seht ihr? Zwei Baupläne schon mal gefunden. Braucht ihr mal noch eine Wiederbelebungsdose und Stehvermögen? Nee. Nee, danke. Stehvermögen, das normale. Das brauche Hab einen Äther-Reinigungsauftrag. Ich werde auf jeden Fall hier punchen, weil ich habe hier zugesehen 14.000 Überfluss. Ich kann mir davon gerade mal 3 Casimino kaufen. Also ein bisschen wenig. Ein paar Aufträge müssen wir noch machen. André, ja, genau. Werkzeugkisten, also generell, wenn ich durch Zone 3 laufe, nehme ich eigentlich alle Häuser mit. Und man meint es nicht glauben, aber in den Häusern, wenn man wirklich ordentlich looten geht, hatte ich öfters so, dass das tatsächlich in so einem Werkzeugkasten oder ne, in irgendwelchen Touren auf einmal so ein goldenes Ether-Werkzeug drin ist, ne? Und des Weiteren kann ich es ja auch noch herstellen. Selbst wenn ich nicht zocke, stelle ich das her und packe das in mein Lager rein. Schon allein wegen der Abklingzeit. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich gehe jetzt, keine Ahnung, 2-3 Tage werde ich nicht zocken, stelle ich das Ding her. Und ja, dann wenn ich wieder online komme, ist das dann wieder aktiv. Also habe ich dann 2 direkt, ne? Weiter, ich kann dir immer noch nicht leider beantworten, was du meinst mit, wie meine Party heißt. Wir haben keine Party. Also man kann nicht so wie damals irgendeiner Party joinen, ne, unter einem Namen. Du musst mir einfach join, als Freund, wenn dann. Sowas wie, wie heißt deine Party und sowas, das gibt's halt leider nicht mehr. Das ist komplett oldschool. Für zur Zeit Beutegeld macht aber auch Laune. Ja, Beutegeld macht auch Laune, klar. Flix, danke für dein Abo. Vielen Dank. Also weiter, du müsstest mich in der Freundesliste haben und dann kannst du Rechtsklick machen oder ne, draufklicken und der Party joinen. Moin Wolfi. Ach, das ist ein verbindeter Einhund, ich würde schon sagen. Vielleicht können wir ja episches Ether-Werkzeug fehlt einem noch. Oder beiden sogar. Natürlich cool, wenn wir das finden würden, ne? Und dann bin ich gleich gespannt, T5, wenn wir reingehen. Ja, interessant wären. Dann machen wir alle Aufträge fix fertig.
Ach, Jagger noch, hat mir noch was gehört. Ja. Noch eine. So. So, Mike, die Aufruhr Weihnachten. Moin, Patrick, Navens, die ebenfalls. Wie bitte? Nee. So, also ich hab alles. Ich würde nochmal zu Packer Punch gehen. Dann will ich die VRLF eben auf Max bringen. Mach ich auch mit, kann ich mal runter. 50.000, warum ich denn 50.000 mehr? Oh! Ist auch ganz gut. Viel besser. Die habe ich nämlich auch. Ja, ist halt für Wave Clean super, ne? Habt ihr alle Perks schon? Ich hab 1, 2, 3, 4. 7 Stück habe ich. Okay. Denk mal, man braucht eigentlich nicht unbedingt alle, oder? Nee. Also hier Grabstein zum Beispiel brauchst du nicht unbedingt. Ja, wobei alle anderen, also ich finde Tempo, Stehvermögen, Nito und Juggernaut ist schon wichtig. Ja, die müsste ich habe. Nicht schießen, bin auf deiner Seite. Wolke, ja, den werde ich heute auch noch machen. Ja, denke ich mal. Den werde ich heute auch noch machen. Ja, Walter, ich kann in-game sprechen. Ich kann überall sprechen, ob Discord oder in-game. So. Pasi mir auf jeden Fall noch. Wo ist denn der Shop? Da. Habe hier eine Vorratsstation. Lade nach! Aber wir machen noch einen Auftrag einfach. Ah ja, moin. Ah ja, moin! Was geht denn bei Ihnen denn ab? Läuft. Base Rush, dir auch. Frohe Weihnachten. Was denn? Ach nee, wir haben den Auftrag gar nicht angenommen. Ja, ich, weil hier Kasimir und so was, der kostet 5.000, ein Kasimir. Und 20.000, ja, kann man sich nur 4 Stück holen halt. Ja, aber ich dachte, weil dort die Spawn-Kontrolle läuft. Ach so, nee, das habe ich gar nicht aktiviert. Das hat irgendwer ein anderer gemacht, der Solo-Spieler da. Schon wieder. Ach, nee, Mann, wollte schon sagen. 7 Kasimir habe ich. Ah, ja, okay, das ist schon mal Premium. Ja, gut, dann machen wir den Auftrag zu Ende und dann können wir meinetwegen T5 rein. Long, darf ich büßen? Ja, ja, natürlich. Okay, ja, dann muss ich vorher fragen. Und du weißt ja nie. Jetzt kann ich dir ein paar droppen? Hast du vielleicht im Inventar noch Platz? Warte, ich muss gleich. Warte mal, ich mach gerade den Mangler. Hey Dog, vielen Dank für deine Spende. Vielen Dank, wirklich. Danke für deinen Support. Und frohe Weihnachten, Longbeard. Gönn dir was Schönes. Danke dir, vielen Dank. Dann kann ich mir nochmal ein Selfie holen. Ich hab bloß eins. Hier, ich hab gerade ein Selfie. Ich hab auch ein Selfie noch. Hier, jetzt habe ich 2 Selfies, okay. Hm. Hab ich jetzt 3? Okay, danke schön. Okay. Da muss ich nur noch zum Shop. Ja, dann könnte ich nochmal. So, ich muss nur noch zum Shop. Ein Geschütz habe ich noch. Also ich bin jetzt voll. Ja, ich muss jetzt auch nur noch Kasimir kaufen und dann können wir, wie gesagt, in T5 rein. Geschütz brauchen wir auch nicht unbedingt, oder? Ah, ein Geschütz, also ich habe auch 2 dabei, also ein Geschütz reicht eigentlich. Ich habe Deadbolt-Schaltkreisler, Schaltkreise, also. Ich habe auch ein Geschütz, habe ich auf jeden Fall mit. 1, 2. Aber ich würde gerne noch jemanden.
Das kann raus. Eine Granate abgeben oder so, dass ich ein bisschen Platz im Inventar habe. Wenn's geht. Ja, dann nehme ja, ich eine mir, Kasse. Ja, mir kannst du auch noch geben. Dann, was wäre ich denn? Druck alle? Ein paar Stäbe, die wir mitnehmen. Ich werde aber sowieso nichts rausnehmen können, glaube ich. Ja, ein Deadpool-Kreislauf muss dann halt drunter leiden. Ist dann oh, so. Und hier liegt auch noch einer. Ja, dafür habe ich tatsächlich dann keinen Platz mehr. Denn ja, hier sind noch zwei. Ist noch ein Schaltkreislauf, notfalls. So. Da habe ich übrigens ein bisschen Platz. Beute entdeckt. Hab ich ja, dann haben wir alles. Das reicht auf jeden Fall. Das wird vollkommen ausreichen. Ja, habe ich. Ja, die Knochen setze ich irgendwie in den Dreier. Jo, dann let's go, dann sind wir bereit. Denk gleich dran, also da eigentlich nur zu den Aufträgen rushen und die schleunigst fertig machen. Also gar nicht großartig fighten, weil da kommen immer so, also so viele Zombies und immer mehr und immer mehr. Das ist die Stufe 5 Variante jetzt, ja? Ja genau, 15 Minuten haben wir Zeit, deswegen müssen wir zügig alle, ich möchte nämlich mit euch alle Aufträge machen, damit ihr alle Baupläne direkt mit rausnehmen könnt. Das wäre mega. Das ist richtig geil. Noch einen Helikopter kriegt's. Nee, nee, Dominik, du kannst mit einem Selfie, also wenn du down gehst und down exfiltrierst, dann bist du erfolgreich exfiltriert. Tatsächlich. So, warte mal. Von hier aus nicht. Die Seite. Ältestensiegel. Ne? Also Ältestensiegel ist hier auf dieser Seite. Ne? Und das normale Siegel ist auf dieser Seite hier. Steht hier aber auch. Ne? So, hoffentlich habe ich nicht so lange einen schwarzen Bildschirm. Letztes Mal habe ich das auch gestartet und dann bin ich gar nicht in den Äther reingekommen. Mit einem anderen Team. Okay, ja, das ist natürlich blöd. Ho, Leute, 50 Abonnenten oder 50? Krass. So. Das wird jetzt richtig gut werden. Super viele Elite-Monster und Eskortierauftrag wird auch, das wird reinknallen, das wird gut werden. Aber schaffen wir. Wir fangen auch, denke ich mal, mit Eskortieren an. Dann ist das Schwierigste nämlich weg und alles andere ist dann so, ja, Pille-Palle. Sollten wir so hinbekommen. Könnt ihr mich schon hören? Ja, ne? Ja, ja. Okay, wir fangen mit dem Eskortierauftrag an, das ist nämlich das, was super schwer ist. Ja. Eskortieren und ist das Schwierigste. Genau. Eskortieren und da kommt gleich da, wo der AVR landet, da wird es garantiert ein Megascheißer sein. Die müssen wir erstmal kaputt machen, bevor wir Eskortieren-Auftrag ja, erstmal richtig starten. Der Auftrag, der ist rechts, einfach mir hinterherlaufen. Ja, einen Moment, ich bin jetzt erstes dran. Ja, ja, ich sehe schon. Er müsste sich hochkommen, weiterlaufen, nein. Also doch, hoch könnt ihr, dann seid ihr schneller da. So, da ist ein Megascheusal, den müssen wir erstmal kaputt machen, bevor wir irgendwas anderes machen. Theoretisch kann ich hier einfach mal ein Geschütz aufstellen. Ja, ja, das ist in der Nähe von Gegnern, ja, moin. Ey, den muss man nämlich wegmachen, weil der macht so viel Schaden an dem AVC, mein Gott. ACV, Digga. Jetzt habe ich aber. Warte, jetzt hole ich die Brücke, glaube ich, ein bisschen.
So. Warte mal, ich starte das Ding schon mal. Ich starte schon mal. Und dann kann man ihn hier nämlich einfach aufstellen. Dann guckt er nämlich nach hinten. Oh shit. Die machen wir so weg. Oh shit. Midi, King Cola, vielen, vielen Dank für ein Abo. Wir müssen Deadbolt sein. Okay, ist dieses Mal nicht. Musst du so klarkommen. VRF habt ihr gerade gesehen, da teilt es alles einmal, ne? 100% jetzt, by the way. Habt ihr jetzt gerade gesehen, ne? Also ist das super easy dann. Wenn ihr das Ding dabei habt. Das Ding lade ich auch mal nach. VRL, wo die droppt. Zone 4, Zone 5 und beim roten Wurm. Der verliert jetzt gerade gar kein Leben. Oder haben die bis jetzt nicht einmal drauf gehittet? Doch, jetzt fängt er an umzudrehen, muss man sagen, ey. Zum Schluss wird es noch mal ein bisschen anstrengend. Da brauchen wir auf jeden Fall viel Kasimir noch. Ja, ich habe noch zwei. Ich habe quasi noch keine verbraucht. Nur eine geworfen und eine gefunden. Ja, und wie kommen wir Kasimir? Ah, es geht glaube ich nur, wenn das steht. Ah, jetzt. Okay. Ja, wir haben 100%. Kasimir geht raus. Dann jetzt gleich schnell die Belohnungen einstecken und ja, dann müssen wir direkt zur nächsten Mission. Ja. Okay, nächste Mission. Alter. Ich schon. Okay. Ich gehe schon mal, weil wegen Zeit und sowas. Ja, ja.
Jetzt sind das die Raketen, die wir machen müssen. Oben. Einfach weiter. Wir müssen jetzt die Mission schnell machen. Ja, ich kann die Belohnungen aufnehmen. Kannst du nicht? Ich habe ja auch was bekommen. Ich brauche es ja nicht. Jetzt ging's. Ja, hier können wir uns nämlich aufteilen schon mal. Guck, du kleine Schlampe. Boah, Pace Rush, vielen Dank. Als kleines Geschenk für dich zu Weihnachten. Danke für deinen Support, ey. Junge. Vielen Dank dafür. Hilft meinem Kanal wirklich sehr. Danke dir. Vielen Dank. In welcher Zone, Nico? T5. Zone 5 sind wir jetzt gerade. Brauche ich überhaupt noch Geschützmodule? Nee, Geschütze brauchst du nicht. Nee. Komm! So. Nächstes hier aktivieren. Ich lade nach. Okay, eins fehlt noch. Das ist da oben. Aber jetzt müssen wir uns aber beeilen hier. Nicht schlimm. Okay. Genau deswegen. So, Belohnung schnell nehmen. Ich nehme den nächsten Auftrag an. Der ist unter euch. Bleibt da. Okay, und jetzt runtergehen und das Ding aktivieren. 5 Minuten haben wir noch. Kriegen wir hin. Ich steck fest. Okay. Aktiviert. Hallo. Moin. Moin. Ja, genau so wie Adler schreibt. Also wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, dann ist das gar nicht mehr so schwer. Also wie gesagt, im Team ist es einfach. Solo sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus, aber ist auch machbar. Also ihr müsst euch ja nicht kloppen mit den Zombies, ne? Das ist, was ich meine. So, jetzt müsste jeder. Dann müsste jetzt jeder einen Bauplan haben, ne? Da ist noch ein. Also, ich habe alle Baupläne. Habt ihr auch, ne? Eins. Zweimal die Ether-Klinge irgendwie. Goldene Panzerplatte, Baupläne. Knochen brauchst du noch? Hundeknochen, Rezept. Und den. Ich habe zweimal einen Koffer für die. Nee, doch, ich habe alle drei Pläne. Alle drei Pläne. Ja, weil hier liegt nämlich noch eine Platte. So. Hello. Du hast auch nichts? Du hast auch alles? Ja, ich habe den Style, dann habe ich Ether-Klinge, Bauplane. Ja, Ether-Klinge, Bauplan, Knochen. Ja. Und Platten. Ja. Okay. Gut. Ja, geil. Dann können wir excelen. Nice. Jo, dann let's go. Nice.
Geht's mal hier lang. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Gut. Wo ist denn der Dings? Ja, die Treppe hoch, hier bei mir hier oben. Und was passiert, wenn man hier die Zeit überzieht? Ja, stirbst du. Dann ist alle, wirklich sofort, alles weg. Oder was? Da bringt dir, ja, an. Ich hab's nicht ausprobiert. Kannst es ja gerne ausprobieren. Okay. Nee, nee, lieber nicht. Gut, alles klar, dann. Ja. Sehr geil. Ja, guck, so schnell kriegt man alle 3 Baupläne. Ach, nice. Mega nice. Guck. Wann, wie viel XP das gab. Ja, da bin ich auch gespannt. Bei mir passiert ich jetzt gerade hinterher. Bei mir dauert es ein Lahn ein bisschen. Ja, bei mir liegt auch gerade. Da passiert gerade nichts. Ja. Ja. Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall. Das war eine richtig nette Weihnachtsüberraschung. Ja, kein Thema. Ja, auf jeden Fall war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, kein Thema. Ich hoffe nur, dass wir jetzt gleich erfolgreich exfiltrieren. Also sind wir ja schon, aber die Zeit läuft jetzt noch ab. Das ist nicht normal, oder? Na, eigentlich ich nicht. Auch, zur Zeit habe ich auch oft Probleme. Ich starte das Spiel, muss das immer 3-mal starten, bevor ich das Spiel spielen kann. Und wenn ich manchmal auch exfiltriere, dann habe ich auch wo ist den Ladebug oder zum Beispiel, dann hängt sich das alles auf. Ja, kann sein, dass wir tatsächlich warten müssen, bis die Zeit abgelaufen ist. Also, theoretisch stand ja schon exfiltriert da, ne? Also ich glaube, wenn man Alt F4 drückt, also so rausgeht, behält man sowieso alles. Ich glaube, die 45 Sekunden habe ich. Ja, also ich mache das mal eben. Ich mache das mal eben, weil bei mir ist das nicht schlimm, wenn ich die Sachen verliere. Okay. Deswegen. Gut, dann wartet ihr mal noch. Ich hoffe, es klappt. Das könnt ihr im Chat mal schreiben. Ich bin auf jeden Fall raus. Bis dann. Jo, und vielen Dank nochmal. Ciao. Jo, kein Thema. Ciao. So, ich drücke jetzt mal alte 4 einfach mal. Wie gesagt, wenn ich die Sachen nicht mehr habe, dann ist das nicht schlimm. Ich starte das Game einmal eben neu. Normal ist es eigentlich nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn die Zeit abläuft. Ich glaube, man könnte auch einfach das Spiel verlassen, aber sollen die beiden erstmal zur Sicherheit warten. Stifte, die jetzt eigentlich auch gar nicht rausgenommen haben. Ich habe keine Ausrüstung mehr. Ja, dann ist es so. Dann ist es nicht schlimm. Dann habe ich ja wenigstens was in den Runden zu tun. Ich habe alles noch. Koffer. Ne, ich habe alles. Adler, alles gut. Keine Sorge. Gut. Das Einzige, was mir rausgenommen wurde, sind halt die, sag schon, die Baupläne, logischerweise. Wie gesagt, also mich stört's persönlich nicht, wenn ich meine Ausrüstung jetzt so verliere, ne? Uff, Lobby ist voll. Ich weiß auf jeden Fall, der Schuki war drinne, warte mal, ne, Freezer, Vega, genau. Und danach kamen Schoki und Confuse. Das ist die Reihenfolge, die ich mir gemerkt habe. Vega war nämlich schon in Discord drin, der war auch hier in der Party. Freezer war immer wieder drin. Dann kam Schoki und dann kam Confuse. Diese Reihenfolge würde ich dann beibehalten jetzt in den nächsten Runden. Also wenn ihr dann netterweise dann freimachen könntet, Schoki und Confuse. Soll ich verlassen? Dann könnt ihr gerne in der nächsten Runde dann mit dabei sein, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade voll. Ich habe jetzt geguckt, also der, genau, Freezer und Vega. Okay. Also kann ich dann danach wieder rein?
hingehen nach der Runde. Weil die, ja, müssen wir gleich mal nach der Runde gucken. Da waren vorhin noch welche, da muss ich gleich nochmal nachschauen. Okay. Viel Glück. Jo, danke. So, Vega, wenn du möchtest, kannst du in Discord kommen. Und ich weiß nicht, wie es bei, was ist noch drin, Freezer aussieht, ob du auch Discord hast. Wäre super, wenn du Discord hast. Ja, Schuki, gar kein Thema. Nächste Runde auf jeden Fall. Welche Waffe für Zone 3 ist am besten? Ja, die Lockwood 680, die wollte ich ja jetzt nochmal zeigen. Also das ist meine Lockwood, wie ich die habe. Face Rush, ich mache das jetzt momentan so, dass die Leute, die als nächstes in der Lobby drin sind, drankommen. Also nach der Runde sind dann Confuse und Shuki dran. Und erst dann könnte man sich wieder einreihen, weil sonst würde ich den Überblick einfach verlieren. Nee. Genau, also das ist die Lockwood 680, so wie ich die habe. Ne, abgesägt, leichter Express, Bolzen, taktischer Demo X40, Vorderschaft, Kaliber 12 Flinte und schwerer, langer Lockwood-Lauf, Defender-Lauf. Das ist das, ja, so wie ich das habe halt, ne. Zu WSP Swarm. Die WSP Swarm sieht so bei mir aus. Ich wollte nochmal Danke sagen und Bescheid geben, dass alles geklappt hat. Oh, Gott sei Dank. Sauber. Danke dir, Lux, für dein Feedback. Freut mich auf jeden Fall sehr. Jo. Genau. Ja. So ist es für mich am angenehmsten zu spielen, so. Ja. Man kann sich natürlich drüber streiten. Also manche, die packen da noch eine Mündung rein, manche packen noch einen Laser rein, Unterlauf oder. Ich habe das so für mich gefunden. Ich hatte auch Mündung und sowas schon mal drauf gehabt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, so einen Riesenunterschied macht das nicht, ob man eine Mündung draufpackt oder nicht. Ja. Ja, Christoph, WB. Ach stimmt, Christoph. 9:30 hattest du gesagt, ne? Oder bist du jetzt gerade schon hier in der Lobby? Vega. Hallo? Ja, moin. Warte. Moin. Freezer, hast du Discord? Freezer? Er spielt über PC? Also ich denke mal. Kannst du irgendwie nicht hören. Hast du denn Discord? Ja, dann komm in Discord. Discord, viel geiler. Oben in den Live-Channel rein. Moin Secret, dir auch frohe Weihnachten. Könnt ihr mich hören? Ja, jetzt hört man dich hier. Sauber. Ja, irgendwie mein Mikro funktioniert gerade irgendwie kaum. Ja, weiß jetzt nicht. Bei mir ist dafür die Stimme ein bisschen lädiert. Spielst du über PC oder nicht? Ja, genau, ich spiele auch über den PC. Ja, dann ist doch Discord am besten dann. Ja, ich habe auch Discord. Ich kenne nur deinen Namen nicht. Ich habe im Live-Chat einen Link eingesendet. Ach scheiße. Ich habe in den Live-Chat einen Link reingesendet. Okay, dann schaue ich mal kurz. Genau, dann machen wir das nämlich eben. Sauber, Leon. Ja, wenn man alles hat, ne? Ist das alles schon ganz entspannter zu spielen, ne? Dann warten wir noch mal kurz. Dann kläre ich das gleich mal ab, was da so eventuell noch an Ausstattung brauchen. Das lasse ich drinne. Hier ist die Frage. Ach, guck mal, ich habe sogar...
Ach ne, ich habe den ältesten Siegel wieder mit rausgenommen. Was heißt der? Lil Parker? Ich glaube, du spielst über Konsole, ne? Ich guck mal, ob ich dich finde. Machen wir mal ID. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass PlayStation ist. Existiert nicht. Gehen wir mal davon aus, dass es Xbox ist. Spieler existiert nicht. Nee. Battle.net auch nicht. Ich kann dich nicht adden. Weiter. Spieler existiert nicht. Da, moin. So, könnt ihr mich jetzt hören? Ja, voll leise, aber ich stelle dich voll laut und dann sollte es gehen. Ja, sorry, mein Mikrofon spinnt irgendwie. Okay, nee, ich höre dich auf jeden Fall noch. Okay. Roter Wurm oder was? Ja, wäre gut, weil die anderen kenne ich, also habe ich schon gemacht. Okay, Vega auch? Also mir ist das ganz gleich. Ich bin dabei. Okay. Braucht ihr irgendwie Equipment? Oder habt ihr alles? Ich brauche eigentlich nur Perks und die können wir ja während der Runde kurz dann erfahren. Okay, und Vega? Brauchst du irgendwas? So ETA-Werkzeugmäßig oder Pick-a-Punch oder sowas? Ich bräuchte eigentlich nur die letzten Rezepte noch. Ja, ich meine jetzt für die Runde. Epische... Also ich hätte Ich habe alles dabei. Werkzeug, falls okay. Also Stufe 3, Gold, Panke. Mit dem. Okay, du bist jetzt gerade aus dem Discord jetzt wieder raus, by the way. Okay. Und man hört dich, glaube ich, doppelt. Ingame hört man dich, glaube ich, auch. Okay. Ja, Moon, also du brauchst Ether-Werkzeug, sagst du? Ja, genau. Und Pack-a-Punch 3 dann wahrscheinlich. Ja, nee, das habe ich. Das würde ich mitnehmen. Okay. Guck mal, ich kann die Sachen einfach wegstecken. Läuft. Jetzt muss ich gar nicht mehr tauschen. Also Pack-a-Punch 3 nicht? Ja, genau, das habe ich dabei. Okay, gut. Hast du goldene Platten? Goldene Platten habe ich gar nicht mehr so viel. Scheiße. Aber die hast du wahrscheinlich selber, ne? Ja, ja, doch, das habe ich alles. Okay, gut, weil ich habe das nämlich nicht mehr. Das ist jetzt das letzte Mal. Das. Ein paar Perks noch. Vermögen. Exklusiv nehmen wir noch mit. Und ja, schnell wiederbeleben. Okay. Gut, da muss ich die WSP Swarm wieder mitnehmen. Und für alle anderen heißt es, die versuchen dann in die gleiche Lobby zu kommen. Wir starten um 21.41 Uhr in 3 Minuten. Erdem, nee, für goldene Platten 3, nee, da musst du in Zone 5 sogar. Zwei Minuten noch. Dann starten wir, dann suche ich ein Game. Und dann gucken wir mal, ob wir uns gegenseitig finden oder nicht. Ja, ich gebe deinen Namen nochmal ein weiter. Aber wenn ich den dann nicht gefunden habe, dann musst du uns enden. Keinen gefunden. Keinen gefunden. Also weiter, du musst uns enden. Beziehungsweise mich enden. Anders geht's nicht. Ich finde dich nämlich auch nicht. Sonderling, keine Ahnung, seit wann das geht, dass ich das einfach so zurücklegen kann, ohne zu tauschen. Frag mich nicht, weiß nicht. Siegel her für Zone 5, dafür musste vorher André in Zone 4 reingegangen sein. Leider. Leute, in einer Minute starte ich. 41 wird gestartet. Kannst natürlich genau mit anderen Leuten auch einfach rein. Und dann machen wir den roten Ether-Wurm jetzt nochmal. Oh. Oh, nee. Bin immer wieder zu schnell. So. Ein paar Sekunden noch.
André, warst du denn alleine drin oder was? alleine ist schon hart. So, 41. Moin Seppo, habe heute zweimal das goldene Ether-Kristallschema evakuiert, aber wurde mir beinahe mal nicht freigeschaltet. Mache ich was falsch oder ist das verbuggt? Also einmal, Seppo, kann das verbuggt sein, weil du zu viel im Lager drin hast. Dann hast du es nicht erfolgreich exfiltriert, auch wenn es angezeigt wird. Des Weiteren kann es auch sein, was häufig tatsächlich vorkommt, ist, dass man meint, dass man einen Bauplan exfiltriert hat, es aber kein Bauplan war. Walter, du musst auch Crossplay anmachen, aber ich glaube, zum Ende spielt das eigentlich keine Rolle. Ja, André, das ist sehr super hart. Wir haben eine Lobby auf jeden Fall gefunden, 3 weitere Spieler noch. Ja, das habe ich irgendwie nicht so in der Länge momentan, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe. Stand zumindest Schema dran, ja, okay. Dann kann es am Lager tatsächlich liegen. Irgendwie finden wir keine Lobby. 4 weitere. Ne, die gehen alle raus. Dann müssen wir auch rausgehen. Okay. Machen wir 21:45. 2 Minuten. Ja, mit dem Lager. Also, um es zu erweitern, Bulldozer. Dann musst du hier auf Tauschen gehen, Belohnungen, die Belohnungen auswählen. Dann hast du die Belohnung hier im Inventar und die packst du einfach wieder zurück und so kannst du dein Lager erweitern. Ich habe jetzt das Vergnügen, dass ich das nicht habe. Ich habe jetzt 18 Sachen im Lager, 30 hatte ich. Ich kann sogar über die 30 inzwischen hinausgehen. Crossplay weiter ist, dass du plattformübergreifend spielen kannst. Ich spiele jetzt über PC beispielsweise und viele Konsolenspieler haben Crossplay aus. So dass ihr nur mit Konsolenspieler spielt. Ja, Weltuhr, Christoph, ist PC-Uhr, ist so wie die Weltuhr, habe ich gestern festgestellt, als Stefan runtergezählt hat. Eine Minute noch, bis 45. Ist im Endeffekt Glück, eine Glückssache, in eine Lobby zu kommen. Wie gesagt, DMZ, MW2 war es viel, viel einfacher, in eine Lobby zu kommen, weil man vorher auch schon eine Zahl unten links stehen hatte. Das haben sie aber irgendwann gefixt und entfernt, die Penner von Activision. Konnte man nicht einfach als Platoon schon mal joinen. So. Super, als 45 ist. Ja, und das mit den Sachen im Lager, das ist immer unterschiedlich, ne? Bei einem ist das so, dass der dann, keine Ahnung, bei 15 bis 20 Ding im Lager, bis dahin noch alles exfiltrieren kann und alles, was dann über 20 hinausgeht, ja, geht alles verloren. Bei dem anderen ist es schon bei über 10. Der andere, der kann 70 drin haben. So, wir haben eine Lobby gefunden. Ja, Soko, ich glaube, zum Beispiel. Man kann keine 10 echten im Lager haben, dann ist es einfach voll. Man darf nur 9 haben. Dann kann man beliebig viele tauschen. Was? Und dann kann es beliebig groß werden. Ja, ich weiß nicht. Also Soko zum Beispiel, der hat über 70 Gegenstände im Lager. Ja, wahrscheinlich, weil er viele irgendwie dupliziert hat, beziehungsweise über die Belohnung wieder reingetauscht hat, aber nur 9, die er exfiltriert hat und direkt drin hat. Weiß nicht, wie
der es gemacht hat. Also wie gesagt, ich habe auch über 30 gehabt. Bei mir geht nichts weg. Ich exquitiere auch mit allem. Ich kann auch alles nutzen. Es verschwindet nichts. Ja, momentan ist sowieso ein bisschen buggy. Manchmal fällt man auch einfach durch die Map durch. Das kommt ja durch. Ja, das kommt dazu. Für den nächsten Run? Ja, ja, ich meine ja. Ja, genau. Fang an Deadbolt. Operator steigen jetzt bei der Landezone ein. So. Freezer, du brauchtest, ne? Könnte harmlos sein, aber ich würde nicht drauf wetten. Okay. Ja, dann können wir ja direkt in Zone 3 starten. Oder Zone 2 Aufträge. Ja, nee, warte mal. Genau. Soll ich mich um die USB-Sticks komplett kümmern und ihr wollt dann Aufträge machen? Können wir gerne so machen. Okay, dann machen wir das so. Quad markiert. Markiere Auftrag. Hier ist dein Auftrag. Ispec, die ist langweilig. Verschwinden wir! Was los? Ihr seid in Schlagdistanz zu setzen. Ja, genau, Chevy. Und das ist der Punkt, den ich auch hatte. Ich bin aber über diesen Punkt, warum mache ich mal hinaus. Ich kann jetzt sogar einfach Sachen in mein Lager packen. Ja, oh Chris, bis dahin noch rein. Dir auch noch schöne Feiertage. Ultra leise, also du fährst durch. Ja, ich fahr jetzt durch bis zum Turm und dann wieder ab. Ach so. Ja, ja, und das wird auch noch kommen. Das wird auch alles noch kommen, denke ich mal. Das ist halt der Nachteil, wenn man MWZ so hart grindet, dass man so schnell durch ist, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll. Und dann wird das Spiel verständlicherweise irgendwann so ein bisschen langweiliger, sag ich mal. Aber wobei, man kann Visitenkarten kann man noch freischalten. Das wäre eine Mission, eine Herausforderung, der man sich stellen könnte. Waffentarnungen. Ja. Visitenkarten, das ist schon eine super Herausforderung. Kriegst ja zum Beispiel unter 7 Minuten. Ja, ist schwierig, in die gleiche Lobby zu kommen, ja. Yo, Kampfi, bis dahin. Kriegen wir auf jeden Fall mal wieder hin. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Hey, Mate, you wanna do Red Worm or what? Okay, er spricht nicht mit mir. Der hat sich nur die Punkte angeschaut. Zone 3. Da, da und da. Okay. Nee, wir merken. Ja, ich habe meine Karre kaputt gemacht. Haben wir keine Zeit zu verlieren. Sammeln Sie die Daten, Team. Brech diese Garage auf. Wir wollen hier nicht rumhängen. Quad markiert. Ah, okay, du bist schon drin, sorry. Ich will niemanden stressen, aber die Söldner haben einen verdammten Helikopter. So, was hat er denn vor? Den muss ich ein bisschen beobachten. Hier
Fang, ich warte am Extraktionspunkt auf die Lieferung. Eine Waffenlieferung weniger für Fletcher und mehr Spielzeug für uns. So. Hat Spaß gemacht, geben Sie es zu. Go. Ja, können wir die Punkte jetzt alle wirklich merken. Muss aber alles abgespeichert sein. Der Kollege fährt da oben lang. Den müssen wir hier beobachten. Ich bin mal gespannt, wo der hinfährt. Das Quad ist von Crash Bandicoot, ey. Was ist los? Mal empty Zipline. Jetzt muss ich draufhalten. Okay, mein Prototyp ist am Transporter montiert. Wir sind einsatzbereit. Einsatzteam, ein Helikopter wird Sie aufsammeln. Soap hat die Infos für die Missionsparameter. Ah, der wird hier hingehen. Flankiere hier. Mit Sicherheit. Dr. Pereira hat die letzte bekannte Position seines Teams auf der Karte markiert. Suchen Sie dort nach Überlebenden. Ja. Also der Typ, der macht Solo, will er einen Wurm machen scheinbar. Ja, ich komm. Naja, der holt sich auch einen USB-Stick. Dann wird man am Ende zu viert. Engel hat aber schon nicht gesprochen. Hey guys, you wanna do warm? Okay, keine Antwort. Ja, Abklingzeit. An sich brauchen wir die gar nicht einsammeln. Dann werden sie doch zu dritt sein. Starten Sie das PNG-Team. Lassen Sie nicht zu, dass Barreras Team umsonst. Ja gut, jetzt ist die Frage, geht man ein Risiko ein? Zeit. Das PNG sendet Hyperstallfrequenzen aus, die diese Kristalle resütern. Ich hab eigentlich fast alle Perks. Marcel, dir auch. Frohe Weihnachten. Was, wenn ich bei Amazon was kaufen will, steht, es wird auf meine Adresse geschickt. Was muss ich machen, dass es zu dir kommt? Ja, meine Adresse eingeben, theoretisch. Sie haben einen Satz Kalibrierungsdaten. So. Wo sind die anderen beiden? Ja, die machen. Ja, die machen es auch. Bei euch ist ein, oben auf dem Dach, ein Drohnturm. Okay. Aber wir haben schon andere, die ja sammeln, aber wir sammeln das zur Sicherheit auch mal ein. Weil die wissen scheinbar nicht, wo das in der Zone ist. Oh, Sascha, was denn? Kannst du mir, also wenn du Discord hast, kannst du mir über Discord einmal schreiben, dann kann ich ja so mitteilen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Die Verderbnis ist weg. Wenn ich diese Arbeit nur verhöre, moin, Teppichkantenterrorist. Wünsche ich dir und deiner Familie auf jeden Fall auch. Guck mal, die finden doch den Stick haben sie jetzt. Was fehlt dir denn noch? Oh nein! Ah! Einmal zu früh gebremst. Jetzt muss ich hier hoch. Weniger. Die
Kalibrierungsdaten gehören uns. Weiter so Einsatzteam. Hast du? Ja. Sauber, okay. Ja, ich bin hier wieder auf Abklingzeit. Aber wie gesagt, ich hole es zur Sicherheit einfach. Jo, jetzt. Kommst du mit? Berger? Ja. Okay. Quad markiert. Leon, ich habe gesehen, du hast geschrieben. Danach die Lobby ist tatsächlich schon besetzt. Verschwinden wir! Und dann muss ich generell noch gucken, wie lange ich noch weitermache, denn der Weihnachtsmann, der kommt ja. Und da meine Kinder so früh aufstehen, kommt der Weihnachtsmann auch sehr früh. Also die Formel und habe es trotzdem nicht freigeschaltet. Wieso? Bin ich, muss ganz kurz fragen. Pack-a-Punch 3, wo hast du es gefunden? Formel? Geh in diese Richtung. Maximale Munition. Nee, Finn, dann ist das auch kein Pack-a-Punch 3. Pack-a-Punch 3 findest du nur beim roten Ätherwurm. Das war dann kein Pack-a-Punch 3 Bauplan. Leider. Verfaultes Ziel entfernt. Kakalaka, frohe Weihnachten. Die Männchen, das sind ist die Story-Mission. Exfil für die Story-Mission ist das. Da steht irgendwo noch ein Auto. Ja, wäre jetzt genug. Flankiere hier, hier ist ein Fahrzeug. Namen Dilo. Okay, Schakalaka. Kein Thema. Elo, wünsche ich dir auch. So. Nächstes Dick habe ich auch. Und dann haben wir alle. Zur Sicherheit. Wie gesagt, also da ist ein anderes Team. Die möchten auch den roten Ätherwurm machen. Die sprechen leider nicht in-game. Kann auch sein, dass das dann irgendwie das nicht Personenspieler sind. Ich weiß ja nicht, wie das ist, ob über PS Party man trotzdem in-game sprechen kann und hören kann. Ja, genau, André. Genau. Nur wenn wir das hier machen, dann bekommst du das auch. Ja, erstmal die USB-Sticks und sowas sammeln und dann. So, ich komme jetzt zu euch. Frohe Weihnachten, Marco. Und André, was du machen kannst, zum Beispiel, wenn du Solo spielst, du kannst ja im Chat einfach mal fragen, ob irgendwer den roten Wurm macht. Ihr müsst euch gar nicht irgendwie vereinigen oder sowas. Also du musst gar nicht der Truppe irgendwie beitreten. Das reicht, wenn du einfach dabei bist. Und dann erhältst du auch die Belohnung. Hatten wir vorhin auch. Da haben wir zu sechstes gemacht, obwohl wir 9 zu dritt in einem Team waren. Ja. Moin Dirk, frohe Weihnachten. Ah, okay, wenn die Party... Hör die nicht. Ja, guck. Ja, die werden mit Sicherheit in Party spielen. Ja, ein Versenger-Plan. Ja, gut, aber haben oder nicht haben, ne? Hat auch nicht jeder. Ein Versenger ist gar nicht mal so schlecht, die Waffe. Wie gesagt, wenn du solo unterwegs bist, ist das an sich eine geile Waffe. Ja.
Ja, okay. Oh, episches SETA-Werkzeug. Braucht das einer von euch? Ja, brauche ich. Ja, guck, perfekt. Okay. Ja, sehr geil. Also irgendwer anders gerade den Lieferauftrag annehmen. Den schaffen wir nicht. Ja, gut, dann. Habt ihr noch einen Schaltkreis zufälligerweise? Ich nicht. Okay. Ja, wir haben auch noch gar nicht gelootet. Warte mal, ich geh mal zum Wunderfiss eben. Ich hole mir mal eben alle Perks. Bin ja auch ein bisschen schneller unterwegs. Ne, Teppich, ne, aktuell nicht. Also wir haben auch vor, wieder DMZ mal zu spielen. Aber so jetzt aktuell, ne. Jo, das können wir dann besser machen, ja. Ich geb dir Rückendeckung. Dann machen wir das. Wo der Wurm kommt, muss ich jetzt gerade mal gucken. Boah, warte mal. Das ist ja die Zone, Alter. Stadion. Stadion. Wechselmagazin. Im Stadion. Sehen Sie die HRZ-Markierung. Das ist das Januar-Motiv im Kalender der meistgesuchten. Mega scheuer sein. Ja, Stadion Anlauf finde ich auch am besten, ja. Weil du kannst die da immer wieder Deckung suchen, ob da unten da bei diesem Kommentator, in diesem Kommentatorgebäude oder bei den Durchgängen, wo die Munikiste steht. Ja. Das ist klar. Okay, viel Spaß. Habe ich noch nie gemacht, noch nie gehört. Grabstein. Bauplan. Braucht das einer? Wir sind Verbündete, nicht feuern! Hab einen Äther-Reinigungsauftrag. Gut, bei mir. Wesley Pipes, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Tobi, moin, grüß dich. Ich spiele die WSB Swarm Akimbo. Waffenbauplan. Nach der Runde. Das neue Ausrüstung testen wollte. Finden Sie heraus, was passiert ist.
Nicht schießen! Ich bin auf deiner Seite! Vertrautes Ziel entfernt! Magazin wechseln! Die Überreste müssen das verletzte Team sein. Das BRG scheint intakt zu sein. Starten Sie es! So. Trancer One, vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. Ich habe das Gefühl, dass es immer dieselben Leute online sind, nur unter dem Stream verfolgen. Nee, Chevy, man hat zwar das Gefühl, aber tatsächlich ist es nicht so. Das sieht man hinterher an den Aufrufzahlen an. Dass es nicht immer die gleichen sind. Ich sag mal so, es sind immer mehr, die dazukommen. Immer mehr neue Namen, die ich so vorher noch nicht gesehen habe, was natürlich richtig geil ist. Je größer, desto besser. Gerade zusammen als Community. Die kann man sich besser unterstützen. Gerade bei MWZ. Weil gerade auch zu Season 2, wenn das jetzt anfängt und die mit neuen Bauplänen oder was weiß ich was kommen oder neuen Bossen, das wird auch nochmal richtig interessant werden. Und da braucht man so eine Community. Na, am Wesley. Genau, und das kommt noch dazu, dass es viele Leute gibt, die eben sich aktiv nicht am Chat beteiligen. Viele Zuschauer. Soll es auch geben. Finde ich auch gar nicht schlecht. Verfügbar. Da geht's. Ja, genau. Ja, das kommt auch noch dazu, Wesley. Genau. Melli, danke für den Follow auf Twitch. Nebenbei essen. Moin, Leon. Friends hat ja auch frohe Weihnachten auf jeden Fall. Ubi, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Mahlzeit Martin, moin. Smokey, danke für dein Follow auf Twitch. Ich merke schon, auf Twitch muss ich auch wieder live gehen. Smoke, Justa, danke für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Reichen. Werfen Täuschen
von Ruff. Goku, danke für deinen Follow auf Twitch. Dinge nämlich noch verschlucken. Ich glaube, da macht man Havanot auf. Ich habe mich auch eine Visitenkarte, die man freischalten kann. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe die Granate rausgeschmissen. Ich Idiot. Ich glaube, das muss ein Splitter sein, ne? Hey, da klingeln wieder reinhauen. Ja, gut. Eigentlich etwas, was ich nicht brauche. Smoke! Danke für die 5 Subs, die du gegiftet hast. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Danke dir. Dr. Soldberg, na Abend, dir auch frohe Weihnachten. Warum machst du nicht beides, Twitch und YouTube? Schuki, das habe ich gemacht. Nur dann fing das plötzlich mit irgendwelchen Problemen an, die die Zuschauer dann hatten. Dann konnte man auf YouTube zuschauen, dann auf Twitch irgendwie nicht. Dann war die Qualität auf Twitch dann auf einmal, auf YouTube nicht so gut. Ne, weil eigentlich streame ich ja 2K und ich kann dann nur noch 1080p HD streamen. Und ja, dann hatte ich dann auch noch Probleme mit OBS zusätzlich. Und dazu habe ich jetzt noch keine Lösung gefunden. Ich warte einfach noch und schaue einfach, wie es nächstes Jahr läuft. Ich habe mir eigentlich gesagt, dass ich mich auf eine Plattform erstmal fokussieren möchte. Und das ist in diesem Fall YouTube. Genau, bei Twitch dauert einfach wieder, das alles aufzubauen. Was ich jetzt zum Beispiel hier auf YouTube ja, schon in dieser kurzen Zeit erreicht habe. Ne, der Kanal, der existiert ja an sich. Der Kanal an sich existiert lange, aber aktiv YouTube mache ich erstmal seit März. März rum. Und ja, ich finde, das ist schon an sich eine ganz gute Leistung. Das habe ich gesagt, aber ich bleibe erstmal auf YouTube. Aber Subs kann man trotzdem auf Twitch dalassen. Also ist trotzdem Support, ne? Auch wenn ich da jetzt aktuell vielleicht nichts großartig bringe. Ich halte dir den Rücken frei, Kumpel. Das sollte uns einen Vorteil verschaffen. So, Und unser Feind terminiert. So, ich brauche keine Ingame sprechen. Kann einer vielleicht einen USB-Stick noch einen abnehmen? Hier. So, 1, 2. So, dann habe ich davon schon genug. Das kann raus, das kann raus. Habt ihr eine langlebige? Habt ihr, ne? Mit 1, 2, 3, 4, 5 Geschütze. Quatsch, 2 nehme ich einfach mal. Jo, Glühwein. Wie bitte? Ich habe 2 Geschütze dabei dann. Okay, ja, ich hab 5. Ich kann noch, wenn einer braucht, Geld droppen. Ich habe noch ein Selfie, also 2 Selfies insgesamt, die 2 Sticks. Ja, und Pack a Bunch 2, was ich exfilen möchte. Kann mir vielleicht einer eine Täuschgranate legen? Ja. Taktische Ausrüstung, gleich hier. Aber. Hier, na gut, hier liegt auch Kasimir.
Gut. Ja, an sich haben wir dann alles, ne? Langlebige habt ihr, ne? Ja. Langlebige, alle Perks. Alle Perks. Okay. Moin Carsten, dir auch frohe Weihnachten. Okay. Dann, ja, können wir noch Aufträge machen. Kopfgeldjagdauftrag verfügbar. Braucht ihr noch Baupläne irgendwelche? Weil ihr habt ja jetzt einiges gefunden hier, ne? Wunderwaffe, also Strahlenkanone. Nee, die habe ich da, nur die anderen zwei. Ah, okay, ja, die DG2, die bekommst du bei nach Abschluss von Akt 3. Und die Wehrsänger kann es beim Roten Wurm geben. Dann passt das ja. Okay, warte mal. Ja, die haben den Auftrag natürlich angenommen. Hab einen Sporenkontrolle-Auftrag okay. gefunden. Ich bin mal schauen, wie viele Leute wir am Ende sind beim Roten Wurm. Ich glaube, das werden mehr als 6 Leute sein. Wechsel im Magazin! Einsatzteam, begeben Sie sich zu den markierten Koordinaten und sehen Sie nach Barreras Team. Sie haben sich nicht wie geplant gemeldet. Mein Team untersucht der lokale Anomalien als der Grund. Also genau genommen sind diese Anomalien. Dafür ist keine Zeit, Barreda. Nennen wir sie einfach Sporen. Sie werden in Länge der Ferne konstant gehalten werden. Scheiße, was mache ich? Nicht hin. So. So. Da fehlt noch einer. Ich hab keinen Timer zum Schmeißen. Ja, ich hab. Mücke, wie viel noch fehlen? Oh, da kann ich dir gleich ganz genau sagen. Es fehlt noch ganz genau 40. Genau 40. Wechsel im Magazin. Hey, Melanie, Glückwunsch. Sauber. Eine PS5, dann machst du direkt, was du dir gönnen musst. ME3. Nico, das ist Akimbo. Musst du freischalten. Ja, ja, wir haben Zeit, ja klar. Direkt Hardset, sauber. Wo bin ich denn da jetzt dran? Hier. Hier so drinne. Ach, noch ein Selfie. Mega Scheiße schon wieder. Ja, ich habe ein Deadbolt geschützt. Oh ja, ja gut.
Ja, wenn du das Ding hier oben aktivierst. Ja, wir müssen ihn aber hier irgendwie hinlocken dafür. Nee, das geht gar nicht. Passt gar nicht von der Reichweite her. Mehrere Terminus-Konvois flüchten aus der EZ. Ich frage mich, ob die mehr wissen als wir. Genau, Dominik, du musst durchleveln, das freischalten und dann musst du Daily Herausforderungen erfüllen dafür. Ja, wir haben alle Sticks. Dürfte nicht so wie in der ersten Runde jetzt passieren. Großer Rucksack. Da ist mir glatt der Appetit vergangen. Vorratsstation hier. Gut. Ja. Ja. Dann können wir eigentlich aus Zone 3 raus, weil dann kann ich auch meinen Hund schon mal beschwören. Dann kann ich mir nämlich noch was kaufen. Das ist ein Schütz. Ich pass auf dich auf. Perfekt. Ja. Und dann kriegen wir das mit dem Wurm locker hin. Ja. Ein Sturmruf könnte man so just for fun machen. Aber wobei, nee. Frachtauftrag hier. Nehmen wir einen Auftrag an noch. Haha, Sauerwehrkaiser. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss gucken, wie lange ich machen kann. Denn, wie gesagt, ich muss wieder früh aufstehen, also 4 Uhr morgens oder sowas. Bei uns gibt es morgen erst Bescherung. Und, genau. Holen Sie sich die Lieferung. Kinder stehen leider auch so früh auf. Muss nachladen. Da drin ist das Transportfahrzeug der Seite. Dominik, nee, also, nee, den kann man nicht kaufen. Nee. Diesen Hundeknochen, den bekommst du in T5, den Bauplan, dann kannst du den immer wieder herstellen. Oder du kannst ihn auch in T4 finden oder T5. Ich halte dir den Rücken frei, komm. Terminus Heli im Anflug. Ja, wir schauen mal. Auf jeden Fall erstmal. Den Wurm zu Ende. Hinter dir. Fructose und Käse. Was? Da bist du stoned oder was? Zudurchstoß und Käsedip. Da ist die Kombi. Ja, Face Rush bei mir. Meine Tochter ist 3, mein Sohn ist 10 Monate. Die stehen um 4 Uhr morgens aus. Auf. Meine Frau, die übernimmt das alles, aber jetzt zu Weihnachten muss sie mit aufstehen. Verschwinden wir! Da noch. Ah, jetzt. Da kann man schon so langsam anfangen.
Genau, den Hund, den kannst du nur einmal holen. Theoretisch, wenn du nochmal Futter hast, theoretisch kannst du ja eigentlich zwei Hunde holen sogar. Ich bring uns hin. Jawohl, komm in die richtige Richtung. Passt. Eine Genprobe könnte von unfassbarem Wert sein. ACV mal eben machen, oder was? Oh. Minuten. Schaffen wir das in der Zeit? Mit Sicherheit, oder? Ich möchte mal auf 100k EXP kommen. Hat jemand einen Aether-Container und Vortex-Zerstörer bestellt? Unsere Lieferung ist unterwegs. Wie kann man sich zwei Hunde holen? Hab mir mal einen geholt, bin dann zur anderen Hundehütte. Also ja, wenn du einen Hundeknochen hast, dann kann es sein, dass du dir auch ja, mit dem Knochen einen Höllenhund holen kannst und dann noch mit dem Hundefutter. Ich weiß es aber nicht, ich hab's noch nicht probiert. Moin Björn, Junge! Ah, es gibt nur einen Hund. Echt, Adler, hast du schon mal ausprobiert? Hundeknochen und Fleisch dann? Rowdy. Hier. Ah, okay, schon getestet. Ja, okay, dann brauche ich das nicht mehr testen. Danke, Adler, dafür. Gut. Dann. Ah, das ist kacke. Ah, das ist echt kacke dann. Schade. Wäre cool eigentlich, ne? Wunderschönen guten Abend, Danny. Dir auch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, wir haben ohne Ende Zeit, bis die Zone überhaupt da ist und so. Ja, genau. Jeder kann sich einen eigenen holen. Ja, das ist möglich. So. Sollen wir hinne machen? Ach, das ist da hinten. 50 Sekunden haben wir. ich hole mir schon mal kurz ein Auto. Ich hole mal ein Auto holen, damit wir zügigst dahin kommen.
verschwinden wir! Oh, Tank voll, perfekt, ey. Schon mal einsteigen, ne? Oder braucht ihr die, ja, wobei doch, gucken, dass eine Belohnung drin ist. Kommt ja jetzt. Die Zeit sollte ich übernehmen. Oh, die Wehrsänger. Ja, guck. So. Erhalten Sie nützliche Informationen. Gute Arbeit, Team. So, die anderen, die eigentlich auch die Sticks organisiert haben, die müssten eigentlich auch schon da sein. Außer die kommt ein bisschen später. Auf den Chat geguckt. Ein Untoter weniger. So was Aufregendes lasse ich mir nicht entgehen. Übertragen Sie die Kalibrierungsdaten an die Refraktoren. Das ist unsere Fonds. Ja, also wenn die Zone kommt, hier ist zum Beispiel Bravo. Da steht auch drauf. Ich habe Bravo und ich habe Charlie. Dann müsst ihr schon mal da am besten hinstellen, wo ihr... Das ist Delta. Auf jeden Fall... Ja? Delta. Oh, ich hab schon was droppen. Charlie, okay, die zwei. So, wo sind denn die anderen, die... Ja, seht ihr, gut, dass wir die Sticks gesammelt haben. Die werden sich wahrscheinlich einfach einen Grabstein gemacht haben. Und, ja. Ne, sind, haben das Game einfach geliefert. Jetzt stellt ihr euch mal vor, wir hätten uns darauf verlassen, dass, ja, die anderen, die machen ja auch noch, ne, den roten Wurm. Ja, am Arsch. Da hätten wir wieder, würden wir hier mit nichts stehen. Beste Entscheidung überhaupt. Aber ich war echt überlegen, das erstmal sein zu lassen. Aber hier ist keiner, der jetzt so wirkt. Die drei da unten könnten es vielleicht sein. Ja, die fahren sogar hier in die Richtung. Aber die können auch den Excel da hinten nehmen. Werden sie wahrscheinlich auch machen. Ja, genau. So. Ich bin gespannt, ob das die eventuell sind, die die Sticks auch haben. Oder ob die wirklich exfiltriert sind. Ey, was machen die denn jetzt? Okay. Die nimmt noch einen Auftrag an. Ja, moin. Ja, warum nicht? Ja, genau, Eno. Zum Bau muss er erstmal Baupläne finden. So. Ihr habt ja beide einen Stick noch, ne? Du hast beide, okay. So. Wie gesagt, denkt dran, halt gleich die Maske aufzufüllen und so. Seht ihr? Das backt. Wenn die Maske aufgesetzt wird, dann muss man... So, jetzt noch da hinten rennen. Kann ich auch kurz warten. So. Alle aktiviert, ne? So, Geschütze. Und setze Geschütz ein! Untote nähern sich ihnen. Geschütz aktiv!
um. Denkt an die Masken. Die 150, sauber. So, also, das Prestige 3 ist da. Ach, guck mal, wir haben direkt einen Shop hier. Ja, moin. Ja, let's go, ey. Wie geil ist das denn? Wenn man hier direkt einen Shop hat. Okay, der hat mich gefressen. Setze Geschütz ein! Setze Heilaura ein! Geschütz aktiv! Setze Geschütz ein! Einfach mal übertreiben und schützen fertig. Fallschirm ziehen, wenn du runter ausgespuckt wirst. Ja, mein, er hat mich gefressen, obwohl ich da drunter eigentlich gut versteckt war. Weiß nicht, wie viel Singularität eingesetzt. Ja. Dahin. Moin, Annalena. Jo. Wie viele Geschütze das einfach sind. Das ist natürlich optimal, wenn der Shop direkt da ist, ne? Muss man ja sagen. So, was liegt denn da? Wer ist länger? Koffer liegt da noch. So. Was habt ihr für einen Bauplan bekommen? Ich muss mal eben meine Maske auffüllen. Ether-Werkzeug, okay. Jetzt, ich habe hier noch. Das wäre mega. Hier. Marke los, also Pick-a-Punch 3. Schmiddi, die Aufruhr, Weihnacht. Ja, das ist einfach nur Geld. Mehr ist es nicht. Ja, dann haben wir es, ne? Danke nochmal, ja. Ja, kein Thema. Gar kein Thema. Ich hab mich gerade. Ich dachte die ganze Zeit, wir haben 21.41 Uhr, wir haben aber 22.41 Uhr. Ja, moin.
Okay. Ich darf auf jeden Fall nicht zu lange machen heute. Boah, Alter. 113, 114, 114.000 EP habe ich jetzt bekommen. Zombie-Eliminierungen 2018. Abgeschlossene Aufträge angeblich 72. Ja, moin, da ist irgendwas nicht richtig. Aber 114.000 EP. Schmeckt? Ja. Ja, Adler, würde ich gerne, aber kann ich nicht. Ich dachte echt, wir sind von der Uhrzeit her anders, weil wie gesagt, ich muss, also wenn ich Pech habe, stehe ich um 3:30 wieder auf. Dann gibt es nämlich Bescherung und dann kann ich mich wieder ein bisschen hinlegen. Ja, das ist nämlich jetzt gerade so eine Zwickmühle. Ich würde super gerne weitermachen, aber nee, die Zeit ist jetzt doch schneller vergangen, als ich dachte. Ja, ich möchte mich einmal in Discord. Ja, demnach muss ich leider aufhören. Ich habe das, ja, ehrlich, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich würde gerne weitermachen, aber am Mittwoch geht es weiter um 20 Uhr. Sowie am Freitag ebenfalls um 20 Uhr. Ja, deswegen. Leider muss ich hier abbrechen. Deswegen, ich werde auch, denke ich mal, die Tage im Discord einfach sein. Und ja, ihr könnt dann einfach gerne dazustoßen. Entweder bin ich im Live-Channel oder irgendeinem Talk-Channel. Da könnt ihr einfach dazustoßen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr wirklich, also wirklich, ich habe damit nicht gerechnet, dass so viele Leute an Heiligabend da sind. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Richtig geile Community, bin richtig stolz, wirklich. Und vielen, vielen Dank an die Spenden. Übrigens, Patrick, habe ich das gesagt? Wir kommen bei der Betting Crew, ich sehe es jetzt gerade. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Patrick und alle anderen, die donated haben, die ja, Mitglieder sind, Mitgliedschaften verteilt haben. Ein Riesensupport für mich. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch ja, frohe Weihnachten. Genießt die nächsten zwei Tage noch, wo ihr zu Hause bleiben könnt, wo ihr nicht arbeiten müsst. Der ein oder andere. Ich muss leider morgen und übermorgen in Nachtschicht. Ja, deswegen. Schlaf gut, habt eine gute Nacht. Und wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr wieder und ich halte euch auf Instagram auf dem Laufenden. Und Dangerous, vielen Dank für die Spende. Du sagst es, gute Nacht, haut rein, bis dahin.